Rockergruppen in Deutschland, so wie sie Ihnen bestimmt auch schon mal auf der Straße begegnet sind. Das sind harte Jungs auf schweren Maschinen und sie kommen meistens nicht allein. Das kann einem, wenn man daneben steht am Straßenrand, Angst einjagen. Und die Angst ist in vielen Fällen gar nicht unbegründet, denn seit Wochen bekämpfen sich Rocker, vor allem im Ruhrgebiet, man kann schon sagen, bis aufs Blut. Guten Abend, herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, was passiert auf unseren Straßen? Was sind das für Männer auf ihren Maschinen? Unsere Sendung hat heute den Titel Hells Angels & Co. Wie gefährlich sind die Rockerclubs? Und zu Gast sind Django, bürgerlich heißt er Rudolf Triller. Er ist seit 35 Jahren Mitglied der Hells Angels und deren Pressesprecher. Er sagt, Gewalt gehört zum Leben wie Sex. Lutz Schellhorn ist bei uns Präsident der Stuttgarter Hells Angels. Er ergänzt, wir sind keine Engel, aber eben auch keine Schwerverbrecher. Reinhold Gall, Innenminister in Baden-Württemberg, ließ die Hells Angels in Pforzheim 2011 verbieten und hält viele der Rocker für kriminell. Jürgen Roth ist Journalist und sich sicher, die Rockerclubs sind gefährlicher und brutaler als die italienische Mafia. Ute Johansen, Flensburger Wirtin, sie wurde zu Schutzgeldzahlungen von Hells Angels erpresst. Sie wehrte sich und zahlte dafür einen hohen Preis. Und Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in Nordrhein-Westfalen, warnt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Unbeteiligte zwischen die Fronten des Rockerkriegs geraten. Das ist ein großes Wort, Rockerkrieg. Die Frage ist, was passiert auf diesen Straßen? Wir haben Ihnen jetzt aus den letzten Wochen mal einen kurzen Überblick aus den Zeitungen zusammengestellt. Bandido nach Schüssen auf Hells Angel festgenommen. Der Rockerkrieg ist zurück. Verfeindete Rocker gehen aufeinander los. Krieg der Kuttenträger. Seit Wochen bekämpfen sich Hells Angels und andere Rockergruppen im Ruhrgebiet bis aufs Blut. Massenschlägereien mit Baseballschlägern und Messern, gezielte Anschläge mit Schusswaffen. Worum geht es hier? Nur um die Rockerehre oder um die Vorherrschaft etwa im Drogen- und Rotlichtmilieu? Ja, Herr Triller, die Frage geht als erstes an Sie. Worum geht es bei diesen Auseinandersetzungen? Sind Deutschlands Straßen nicht groß genug für alle? Deutschlands Straßen sind sicher groß genug. Aber es lässt sich auch nicht so pauschal auf den einen oder anderen Nenner konzentrieren. Mhm. Und das heißt? Die alte Behauptung, es würde da in der Hauptsache um illegale Geschäfte gehen, die weise ich zurück. Ich sage jetzt mal als Beispiel, es gibt mehrere Verbotsverfügungen und in keiner einzigen Verbotsverfügung ist von Waffenhandel die Rede. Verbotsverfügungen von wem gegen wen? Von Hells Angels Chartern, Ablegern. Mhm. In keiner einzigen Verbotsverfügung ist von Waffenhandel die Rede, von illegaler Prostitution oder von Menschenhandel. Mhm. Also ich meine, wenn die Vereine verboten werden, hat man das nicht als Grund genannt. Steht da nicht so drin. Aber das erklärt ja nicht, was da jetzt gerade zwischen den Banden passiert. Das erklärt das sicher nicht. Ich bin selber mal in Duisburg gewesen vor 2 Jahren. Ich habe mir das mal angeguckt und ich muss sagen, also das ist, wenn man aus einer anderen Gegend kommt, schon einigermaßen deprimierend. Da sitzen viele junge Leute, arbeitslos in Cafés, Deutsche, Ausländer, haben eigentlich keine Zukunft. Mhm. Und inwieweit die jetzt in illegale Geschäfte verwickelt sind oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe natürlich gemerkt, wenn denen mal jemand gegenübertritt, der ihnen ein bisschen Respekt entgegenbringt, wenn man die Hand reicht und die mal anfangen zu erzählen, dann sieht man, dass es da eine große Enttäuschung von der Gesellschaft gibt. Aber die Frage ist, warum sich da Menschen gegenseitig umbringen auf der Straße. Das ist ja da noch nicht geklärt. Und dann in solchen Milieus entsteht dann eine Bandenbildung. Mhm. Und inzwischen ist, was ich sage, bedauerlicherweise gibt es viele Verflechtungen zwischen traditionellen Motorclubs. So wie Sie einer sind? Genau. Und also auch jungen Leuten aus diesen Szenen. Mhm. Und ich bin alles andere als begeistert davon, dass die dann anfangen, mit brutalsten Mitteln aufeinander loszugehen. Muss ich ganz klar sagen. Mhm. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Und, geht ja jetzt schon nicht gut, wenn man sich das anguckt. So. Ich teile auch die Meinung. Ich würde das schwer bedauerlich finden, wenn da auch mal Unbeteiligte zu Schaden kommen. Das ist in anderen Ländern passiert. Ja. Aber das jetzt auf das zu begründen, da würden es um kriminelle Geschäfte in welchen Bereichen auch immer gehen. Das also
halte ich für zu weit hergeholt. Herr Rettinghaus, ist das weit hergeholt? Was steckt hinter diesen Kämpfen auf der Straße? Das ist nicht weit hergeholt. Wir beobachten in den letzten Jahren, beginnend seit 2009 in Duisburg, einen sich verschärfenden und zuspitzenden Rockerkrieg. Das kann man auch so nennen. Es begann 2009 damit, dass ein Bandido von einem Hells Angels erschossen wurde. Und seitdem haben wir immer wieder weitere Provokationen, die sich zuspitzen auf die verschiedensten Art und Weisen und uns darstellen, dass die Rockerkriminalität insgesamt der organisierten Kriminalität zuzuordnen ist. Ja, die Frage ist, warum erschießen die sich gegenseitig? Das ist ja die Frage tatsächlich des Grundes. Geht es jetzt nur darum, dass da eben irgendwelche Clubs, Motorradgangs ihre Reviere abstecken oder ist in diesen Revieren eben etwas anderes? Es geht eindeutig um Einfluss und um territoriale Gewinne. Das ist das, was sich abzeichnet. Und da verbündet man sich dann auch als Hells Angels oder als Bandidos auch mit anderen Supportern. Die Aufnahme von Supportern unterliegt ja auch strengen Hierarchien. Ja. Und wir beobachten immer bei diesen Supportern, wie zum Beispiel Satudara in Duisburg, dass wir da einen sehr hohen Migrantenanteil haben, der dann auch dort sich abbildet und widerspiegelt. Und dass so die althergebrachten Rituale, Rockerrituale, so eigentlich nicht mehr stattfinden. Das heißt, die strengen Riten werden nicht mehr so eingehalten und auch die Strafen erfolgen nicht mehr so, wie es vielleicht früher einmal war in dem Bereich. Aber geht es jetzt einfach, ich meine, was ist Revierkämpfe? Ich verstehe das Wort Revierkampf nicht, wenn ich mich in Deutschland bewege. Also aus polizeilichen Erkenntnissen. Was ist in diesen Revieren zu holen? Kann man sagen, dass sich Rheinland und Ruhrgebiet in Duisburg begegnen. Da spitzt es sich gerade zu. Und wie wir heute dann auch gelesen haben, wird sich das auch dann entscheiden dort, nach der Aussage von dem Präsidenten von Satudara. Also die Aussage spricht schon mal für sich. Das heißt, Rheinland erhebt die Hells Angels Anspruch drauf und das Ruhrgebiet die Bandidos. Und da trifft man zusammen. Und dann kommen Supporter wie die Satudara quasi von Holland, lassen sich dort nieder und melden damit auch an, das ist unser Gebiet, ab jetzt mischen wir hier mit. Und dann geht es darum, sich den Kuchen aufzuteilen. Herr Roth, welcher Kuchen ist das? Sie haben da lange recherchiert. Naja, es ist bei den Rocker, also bei den Outlaw Motorcycle-Gangs, werden ja Gangs genannt, also Banden üblicherweise, geht es einerseits um den Drogenhandel. Es geht natürlich, und da können Sie noch so viel Schönes daherreden, es geht um den kleinen Waffenhandel, nicht mit den großen Waffen. Damit schießen sie sich ja hier glücklicherweise noch nicht. Es geht um das Rotlichtmilieu, insbesondere um die Wirtschafter im Rot. Es geht um Schutzgelderpressung von anderen Wirten. Da kann sie ja dann einiges dazu sagen. Da sind ja wirklich keine Einzelfälle. Es ist im Prinzip ist es die primitive kriminelle Gewalt, die von diesen Männern, von den Hells Angels oder von den Bandidos ausgehen. Und diese Verharmlosung, das ist halt wirklich das Erschütternde, die jetzt auch wieder bei Ihnen gekommen ist. Die Polizei macht es doch nicht aus Jux und Dollerei. Die Gerichte urteilen doch nicht aus Jux und Dollerei, nur weil sie ihr Aussehen nicht besonders fein finden oder was auch immer, sondern weil entsprechende Straftaten begangen worden sind. In Berlin, das hat zum Verbot geführt, waren das 1500 Straftaten von Bandidos und Hells Angels innerhalb von wenigen Jahren. Mhm. Heute hat der Verwaltungsgerichtshof in Kassel entschieden, dass die Chapter, die Charter von Ihnen in Frankfurt, Sie haben ja ein bisschen Anglizismus, das sind so, nein, die Gruppen, also die so. Filialen im Grunde Filiale. Genommen. Okay, nur für die Außenstehenden. Wurde verboten beim Verwaltungsgerichtshof, ohne Revision zugelassen. Und zwar wegen schwerem Menschenraub, wegen schwerer körperlicher Verletzung von verschiedenen Mitgliedern der Hells Angels. Also diese Verharmlosung nutzt im Grunde genommen relativ wenig. Herr Schellhorn, heute ist in der Zeitung zu lesen, oder morgen in der Zeitung, heute ist es im Internet zu lesen, dass der Chef der Satudara sagt, es liest sich wie eine Kriegserklärung. Am Ende sagt er, die Hells Angels werden bald keine Rolle mehr spielen. Können Sie denn ausschließen, dass es in diesem Krieg mehr Tote geben wird? Sie bezeichnen das nicht als Krieg, die Geschichte, wo hier läuft, wobei ich auch sehr skeptisch bin, ob das ein Wahrheitsgehalt hat, was in der Bildzeitung steht und was die Bildzeitung titelt. Da habe ich sehr viel Erfahrung in den letzten 30 Jahren, was getitelt worden ist, was auf Titelblättern stand. Selbst wenn es um den Chef einer anderen Rocker geht. Mein Gott, das ist schon, weiß Gott, wie viele Leuten was anderes im Mund gelegt worden, als sie gesagt haben. Gut. Sie ansonsten so kann ich der Sache nicht folgen. Ich tue mir auch schwer, über Duisburg zu sprechen. Ich komme aus Stuttgart. Ja. Und wir sind alles eigenständige Charter in Deutschland. Und ich lebe nicht in Duisburg. Und
Klar ist es vom Gebiet her schon ein Brennpunkt da oben. Also es gibt die Schere zwischen Arm und Reich, die klafft dort oben wesentlich weiter auseinander als bei uns in Baden-Württemberg. Wir haben, glaube ich, 10% Armut, die haben da oben 21% Armut in der Zwischenzeit. Und diese Street Gangs, um die es da zum großen Teil geht, die sind oft perspektivlos, deswegen schließen sich auch zusammen zu Street Gangs. Und die werden sich dann ihren vermeintlichen Teil, wo sie meinen, den sie haben müssen, auch holen, denke ich mal. Das ist auch ein Problem. Das wird ein Problem werden. Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass die Politik im Augenblick so agiert mit Verboten und dass das schon Testläufe sind. Weil was in Amerika schon läuft, wird bei uns wahrscheinlich auch irgendwann mal ankommen. Nämlich? Straßengangs, Streetgangs, so. Ziemlich viel unkontrollierte Gewalt, die sich aus Armut raus entwickelt. Die Frage ist natürlich, wo sind die Akteure? Also sind Sie sozusagen Randbeobachter oder sind Sie ein Akteur? Wenn das stimmt, was Sie sagen, Herr Gall, dann dürfte es ja in Ihrem Bundesland nicht so wahnsinnig viel Gewalt geben. In Pforzheim hat es aber auch einen Brennpunkt gegeben. Gerade jetzt im Februar war ein sehr großer Prozess mit vielen Verurteilungen. Ist das denn so, dass man eigentlich sagen kann als Bürgermensch, wenn die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, ist mir doch egal, sollen die sich doch auf der Straße kloppen? Nein, das kann der Staat nicht akzeptieren, denn das Gewaltmonopol im Staat hat der Staat und seine Sicherheitsorgane. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das gilt nicht in unserem Rechtssystem, sondern dafür haben wir Polizei, dafür haben wir die Justiz, entsprechend das dann zu ahnden. Und in der Tat, es ist so, wir haben eine Menge von Problemen, Sie haben ein Beispiel angesprochen, resultierend aus dem Verbot, das ich in Pforzheim für einen Charter der Hell Angels erlassen habe, alle 10 Angeklagten sind auch verurteilt worden, mit Freiheitsstrafen belegt. Das sind doch, finde ich, deutliche Beispiele dafür, dass es da nicht nur um harmlose Gruppierungen, um harmlose Vereine handelt, sondern dass wir auch diesen Entwicklungen mit großer Wachsamkeit begegnen müssen und natürlich auch entsprechend handeln, wenn wir Entwicklungen feststellen und Entwicklungen, die da sind. Das war ja auch Ihre Eingangsfrage, warum bekriegen die sich dann auf der Straße? Natürlich geht es dort um Ansprüche, aber nicht nur um Gebietsansprüche, um territoriale Ansprüche. Sondern da geht es um Geschäfte, die gemacht werden. Und deshalb handeln wir auch entsprechend. Und zwar nicht nur in Duisburg, sondern auch in Pforzheim? War das ein Hintergrund oder weshalb sind die verknackt worden, diese 10? Auch in Pforzheim. Die Palette dessen, was zur Verurteilung geführt hat, ist relativ groß oder breit. Das sind Dinge wie, wir nennen sie allgemein Rohheitsdelikte, das heißt Körperverletzung, schwere Körperverletzung. Das sind Dinge wie Verstöße gegen das Waffengesetz, in dem Fall nicht Waffenhandel, sondern Verstöße gegen das Waffengesetz. Da weiß man ja sehr genau auch zu unterscheiden. Das geht bis hin zu Erpressung und ganz konkret in Pforzheim ganz klar eine Absprache besprochen, einen Kontrahenten umzubringen. Mhm. Oh, da möchte ich aber kurz was einwerfen. Also der VG Mannheim hat jetzt dieses Verfahren gegen diese Klage gegen dieses Verbot von Herrn Gall erstmal ausgesetzt, um zwei Prozesse abzuwarten. Der eine war der Prozess in Pforzheim selber, wo, das ist schon richtig, was Sie sagen, nicht alle, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, 7, teils Bewährungsstrafen, drei glaube ich, Haftstrafen, ja. Irgendwie so. Aber die wesentlichen Punkte, die auch in der Verbotsverfügung standen, sind dort eben nicht durchgegangen bei dieser Verhandlung, bewaffneter Haufen, Verabredung zum Mord und weiß der Teufel, was ist alles vom Tisch. Der zweite Prozess, auf den das Verwaltungsgericht sich erstmal anschauen wollte, war dieser Prozess in Traunstein, der immer ganz groß als Hells Angels Prozess deklariert worden ist, der in der ersten Instanz mit einem Freispruch geendet hat. Dann ging eine Revision durch, das in der Staatsanwaltschaft ist nochmal verhandelt worden. Also Sie gehen davon aus, am Ende bleibt das Verbot, kann nicht bestehen bleiben, weil sich die Vorwürfe nicht erhärten. Auch dort ist in der Zwischenzeit nur eine Verurteilung erfolgt wegen, ich sage jetzt mal nur, in Anführungsstrichen, Beihilfe zur Körperverletzung. Ganz anders, als es den Leuten vorgeworfen worden ist. Und ich bin nicht optimistisch, aber ich hoffe mal, es sieht auf jeden Fall ganz anders aus, als es 2011 ausgesehen hat. Ja, ist das so? Ist das nicht durchgegangen?
Herr Gall? Nein, das sehe ich nicht so. Denn diesbezüglich, was jetzt die einzelnen Sachverhalte sind, auf Grundlage dessen das Gericht entschieden hat und unabhängig davon, ob eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird oder nicht, es ist eine Strafe aufgrund von Straftaten. Das sollten wir da nicht verharmlosen. Und der Staatsanwalt hat jedenfalls Revision angekündigt, weil beispielsweise Vorhaltungen wegen Landfriedensbruch, soweit wir das Urteil zwischenzeitlich kennen, wir haben es noch nicht in Schriftform, sondern auch nur entsprechend über die Presse wahrgenommen, diesbezüglich Revision eingelegt. Das heißt, wir werden abwarten, was am Ende herauskommt. Ich jedenfalls bin mir ziemlich sicher, dass unser Verbot Bestand haben wird. Denn fahrlässig, das will ich ausdrücklich sagen, oder nur um vielleicht Schlagzeilen zu erzielen, machen wir solche Verfahren nicht. Wir möchten am Schluss schon als Sieger vom Platz gehen. Und deshalb bin ich da zuversichtlich. Und das heutige Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Kassel in einem Fall, der in Hessen entschieden worden ist, zwei Verbote gegen zwei Charters in Frankfurt und in Westend, die haben Bestand. Das bestärkt mich in der Auffassung, dass unser Verbot auch Bestand hat. So, bevor wir über organisierte Kriminalität reden, müssen wir unbedingt über Ihr Verhältnis zur Gewalt sprechen. Denn das ist jetzt mal die leise Variante ist, Sie sind alle so ein bisschen harte Jungs und deswegen kommen sie schneller in Schlägereien und deswegen werden sie häufiger verknackt. Also wenn Sie schon sagen, Gewalt gehört zum Leben wie Sex oder gewaltfrei Leben ist nicht natürlich. Der normale Mensch geht Gewalt aus dem Weg. Tun Sie es nicht? Das ist richtig. Gewalt in der Form, wie ich das mal geäußert habe, wo ich auch immer noch zu stehe, ist vor dem Hintergrund, dass der Mensch mit Abstand das brutalste und gefährlichste Raubtier ist, das diesen Planeten je bevölkert hat. Und wer das abstreitet, das ist ein Ignorant. Ich sage so, wenn ich erstmal akzeptiere, dass diese menschliche Eigenschaft existiert, dann muss ich auch lernen, Wege zu finden, wie ich damit umgehe. Das war mein Konsens in der ganzen Geschichte. Ja. Ne? Und das heißt, dass Sie es einfach ausleben? Ich lebe Gewalt nicht aus. Da würde ich möglicherweise nicht mehr hier sitzen. Sie waren ja drei Jahre im Gefängnis wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Ich war in Untersuchungshaft, ja. Sie sind verurteilt wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Da bin ich meine Sache verwickelt worden. Die war nicht schön. Das ist auch 30 Jahre her. Seitdem ist nie wieder was vorgefallen. Aber ich mache mir auch keine Illusionen bei dem, was ich erlebt habe, dass das eine ständig tickende Bombe ist in der gesamten Gesellschaft. Und die Bandbreite ist groß. Ich sehe Gewalt nicht nur in körperlicher Auseinandersetzung. Ich sehe das auch in möglichen anderen Formen. Und ich mache mir keine Illusionen, dass das eine Geschichte ist, die wird nie irgendjemand in den Griff kriegen. Und wenn jemand sagt, ich fordere dies für diesen Staat und das für diesen Staat, diesen Sicherheitsstaat, der oft propagiert wird, wird es nie geben. Der ist gar nicht durchführbar. Ist doch das eine ist der Sicherheitsstaat und das andere ist, wie man selber zu Gewalt steht. Also wenn Sie provoziert werden, können Sie das nicht mit Worten regeln. Herr Schellhorn auch nicht. Ich habe schon oft solche Dinge mit Worten geregelt. Ich habe aber auch Situationen erlebt, wo das nicht anders ging. Und dann wehre ich mich natürlich auch, das ist klar. Können Sie denn erklären, ich meine, weil Sie ja so friedliebend sind, wenn die Polizei Razzien macht bei ihresgleichen, also sowohl bei den Bandidos wie bei den Hells Angels oder Gremium, wie sie immer sind, werden prinzipiell, und ich sage prinzipiell, Waffen gefunden. Pistolen, Stichwaffen, Macheten, was auch immer, teilweise versteckt in ihren schönen Mercedes, teilweise woanders versteckt. Warum erfindet das die Polizei, dieses Waffenpotenzial? Oder ist das notwendig, um ihre Gewalt nach außen darzustellen? Oder wenn Sie so friedliebend sind, warum haben Sie denn diese ganzen Waffen? Das kapiere ich offen gesagt. Also ich sehe es so, Sie sind offenbar jemand, der ausschließlich vom Bildschirm recherchiert. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass Sie mit jemandem von uns sprechen. Live. Das glauben Sie ja. Ja. Das wissen wir. Ach, Sie wissen doch gar nichts. Sie haben das ist ja das niemand Gute. Von uns bisher gesprochen. Naja, live ist was anderes. Ist also ob er in seinen Recherchen gesprochen hat oder in der Sendung, ist was anderes. Wie gesagt, das ist eine Pauschalisierung, die würde so auch gar nicht funktionieren. Denn die Fülle von Kontrollen, die wir erleben, fast täglich, wenn da wirklich so wäre, was Sie immer sagen, dann bräuchte die Polizei eigene Lagerhallen. Das ist die Stellungnahme der Berliner Polizei, da können Sie ja dagegen klagen. Okay, die Stellungnahme der Berliner Polizei, das sage ich Ihnen mal ein ganz kleines Beispiel, auch auf kurze Sätze reduziert. Es gab ein ausgiebiges Gerichtsverfahren mit Revision und alles. Und wissen Sie, um was es da ging? Um einen ganz normalen Kugelschreiber. Das habe ich schwarz auf weiß. Ah, ja. Das ist ein Fall von vielen. Aber eins ist auch klar, es werden bei Kontrollen Waffen gefunden. Es sind auch teilweise gefährliche Waffen gefunden worden. Das ist nicht ausschließlich auf unsere Szene reduziert. Habe ich ja gesagt. Und
Ja, deswegen fragen wir ja tatsächlich, also Frau Johansen, vielleicht können Sie es mal als Außenstehende insofern mit uns ein Bild davon geben. Sie haben lange Zeit eine Kneipe betrieben. Da waren auch viele Hells Angels an der Tür, das war das Problem, aber eben auch als Gäste. Wie ist so eine Schlägerei abgegangen? Sind das immer nur Schlägereien untereinander? Suchen diese Männer verstärkt die Gewalt im Vergleich zu anderen? Ja, also definitiv ja. Ich persönlich hatte jetzt mit meinem Irish Pub die Situation, dass wir gerade in der Anfangszeit in Flensburg noch eine Sperrstundenregelung hatten. Das heißt, um 5 Uhr morgens mussten alle Läden dicht sein. Es kamen dann eben die Hells Angels, leider gerade auch in meinen Laden, zum Nachfeiern, weil die hatten dann ja alle Feierabend an den diversen Türen. Das ging ja teilweise bis nach Heide und Marne runter. Da wurde sich dann auch durchaus mal untereinander geprügelt oder es wurden eben Dinge untereinander geregelt, weil der eine eben, ich sag mal, sich nicht konform verhalten hatte, Bestrafungsaktionen, solche Geschichten. Es wurden Stadtverbote erteilt, also das heißt dann Küstenverbot für irgendjemand, der darf dann eine Woche, ein Jahr gar nicht in die Stadt rein. Also da wird ganz konsequent mit umgegangen. Ich habe eine Situation, da waren die Hamburger Hells Angels in Flensburg zu Besuch. Das war dann immer sozusagen, die Chefetage reiste in der Provinz an. Und da ist ein Gast in meinem Laden einfach mal kurz verprügelt worden. Und als ich Veto eingelegt habe, hieß es nur von Seiten der Flensburger Hells Angels, die Hamburger wollen Spaß haben. Das ist aber kein Rocker, das war ein ganz normaler? Das war ein ganz normaler Gast, den sie sich einfach aufs Korn genommen haben. Ich musste dann selber dazwischen, habe auch noch abbekommen. Also es war wirklich spektakulär. Ja. Und mit dem Argument, die Hamburger wollen Spaß haben. Herr Schellhorn, Sie sind ja auch Fotograf. Sie haben ein Bildband gemacht über die Hells Angels. Das ist alles immer sehr martialisch. Was ich nicht verstehe, wenn Herr Driller sagt, also die Gewalt gehört, also der Mensch ist das bösartigste Raubtier. Sehr so, als ob wir überhaupt gar keine Zivilisationsgeschichte dazwischen gehabt hätten. Also ist das so, dass das Gewalt bei Ihnen auch was Gutes ist? Kann man da stolz drauf sein, wenn man einem ordentlich gezeigt hat, wer der Stärkere ist? Ich kann das so nicht definieren. Sie haben ja auf Ihrer Homepage auch diesen Satz, den ich mal irgendwie fahrlässigerweise in der Stuttgarter Zeitung gesagt habe, auch wieder netterweise da reingesetzt. Der verfolgt mich jetzt. Ne? Aber ich meine, allein dieser Dreizeiler sagt ja schon aus, dass ich nicht auf Gewalt aus bin, sondern dass ich versuche, meine Probleme verbal zu regeln und verbal zu lösen. Und das ist mir auch in meinen 54 Jahren fast immer gelungen. Ne? Also ich kann Hauereien, die eigentlich jeder so in seinem Leben mal hat, mal mehr, mal weniger, ganz gut an einer Hand abzählen. Ja. Ne? Aber das ist mir ganz gut gelungen. Nur es ist bei uns natürlich naheliegender, dass es in eine Hauerei ausartet als beim Herrn Gall zum Beispiel oder warum? Bei einem Kirchenhelfer. Warum sind Sie weil anders, wir halt anders gestrickte Leute sind. Wir sind Leute, die das sind Rebellen oder die sind schon immer ein bisschen anders gewesen, schon im Kindergarten und in der Schule. Und die entwickeln sich halt so und andere entwickeln sich so. Und, mir aber geht's wenn am Ende ein Toter darum, auf der Straße liegt, ja, dann kann man doch sagen, das ist... Eine Gewalt zwischen einer Hauerei und einem Toten ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Und genau diese Pauschalisierung und dieses alles in einen Topf werfen. Ich habe eine ganz konkrete Frage, was mich wirklich interessiert. Also es sind ja Hells Angels im Knast. Es gibt zum Beispiel in diesem Biker-Magazin hinten eine letzte Seite, die ist nur reserviert für die, die aus dem Knast auch schreiben. Sie unterstützen die Kollegen auch, die Brüder, wie Sie sagen, wenn die im Gefängnis sitzen, wegen eben eines Totschlags. Hört da nicht der Spaß auf? Also das muss jedes Charter und das muss jeder mit sich selber vereinbaren, wo der Spaß aufhört und wo er nicht aufhört und wen ich unterstütze und wen ich nicht unterstütze. Und es ist für mich ist es eine ganz normale Geschichte, wenn ich Familienangehörige habe, die straffällig geworden sind, dann unterstütze ich die in erster Linie erstmal. Erstmal halte ich zu den Leuten. Aber Sie sind ja nicht in einer Familie, oder? Also ich betrachte den Club und mein Charter in Stuttgart schon als meine Familie. Und wie ich dann mit den Vorwürfen umgehe, die betreffen, das ist dann meine Sache. Ich werde bestimmt nicht alles hinnehmen, was jeder macht, garantiert nicht. Mhm. Ne? Aber das ist meine Sache. Ne? Und wenn Sie sagen, jetzt wenn Sie mal gerade in einem schönen Stichpunkt sind mit Gefängnis. Wir haben in Deutschland seit zig Jahren, es gibt eine Liste, da kommt immer so eine schöne Zweckformdatei wo zum Ausdrucken mit immer zwischen 20 und 30 Adressen drauf. Das sind deutsche Hells Angels und Prospects, die im Gefängnis sitzen. In Untersuchungshaft, in Strafhaft oder im Freigang. Diese schöne Zweckformdatei geht rum, dass man denen mal eine Karte schreibt oder mal einen Brief schreibt. Daran kann ich immer ganz gut feststellen, wie viele Hells Angels
im Gefängnis sitzen. Das ist Ihre Statistik. Und bei einer, das ist meine schöne Statistik, ja, die aber viel aussagt, die viel aussagt. Bei 1000, 1200 ist Ihre Zahl, glaube ich, ne, 1250 Hells Angels in Deutschland sitzen seit zig Jahren nie mehr als 30, eher 20. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Also jedes Jahr sozusagen. Aber pass auf, die Zahl ist bestimmt höher als die des Bundesdurchschnitts. Das ist mir schon klar. Ich meine, ich bin ja nicht ganz von gestern. Aber bei diesen Vorwürfen, die jeden Tag in der Presse und in den Medien über uns und von Politikern und von Leuten wie Herrn Redinghausen, sagen Sie, müssten es mehr sein, der uns in der Zwischenzeit auch schon als terroristische Vereinigung hingestellt hat. Bei kann diesen, ich daran erinnern, terroristische Vereinigung? Ich kann Ihnen das raussuchen, ich habe es dabei. bei diesen Vorwürfen, dürften keine 20 oder 25 im Knast sitzen, Frau Maischberger. So, da würden wir wesentlich mehr sitzen. Also das ist mal, Ebbes, da sollte man mal drüber nachdenken, über diese das Zahl. Machen wir zeigen weil jede auch weitere andere Schlussfolgerung Zahlen würde heißen, dass die Justiz hier in Deutschland komplett versagt hätte. Und das wäre ein Armutszeugnis für unseren Rechtsstaat. Das ist ein gutes Argument, kommen wir darauf zurück. Ich würde gerne, weil Sie gerade von Familie gesprochen haben, ganz kurz für die, die sich noch nie mit Hells Angels beschäftigt haben, ein paar grundsätzliche Fakten Ihnen zur Hand geben. Sie sind der mächtigste Motorradclub der Welt, in 41 Ländern vertreten, 1948 von ehemaligen GIs in Kalifornien gegründet. Sie verstehen sich als verschwiegene Bruderschaft mit eigenem Ehrenkodex. Wenn ein Hells Angel sein Wort gibt, dann hält er sein Wort. Mit eigenen Regeln. Verhältst du dich wie ein Mann, behandle ich dich wie ein Mann. Verhältst du dich wie ein Arschloch, behandle ich dich wie ein Arschloch. Und auf manche Männer üben sie eine besondere Faszination aus, wie auf den Schauspieler Ben Becker. Es gibt Menschen, die leben angeblich hier und jetzt. Und es gibt Menschen, die sich entschieden haben, in einer anderen Welt zu leben. Mitglied im Hells Angels MC zu sein, ist eine Lebenseinstellung. Herr Triller, Django werden Sie genannt. Was ist die Lebenseinstellung? Was unterscheidet Sie jetzt von Herrn Gall? Herr Schellhorn hat es ja gerade versucht. Also so gut kenne ich Herrn Gall nicht, dass ich da jetzt eine präzise Unterscheidung machen kann. Auf jeden Fall, Herr Gall ist ein Vertreter der bürgerlichen Welt, völlig akzeptabel. Ich habe mir angeguckt, wie er mit den Untersuchungen in Stuttgart 21 umgegangen ist. Finde ich gut. Ich habe auch Respekt davor, dass sich ein Politiker mal hersetzt und sich stellt, genau wie wir. Aber ich bin in diesen Club mal eingetreten, weil ich von Jugend an fasziniert war von dem Leben, das im Hells Angels MC geführt worden ist. Ich habe hier viel Ehrlichkeit, viel Zuverlässigkeit erfahren. Ich habe gelernt, wie man Alter respektiert und so weiter. Das ist nach wie vor heute mein Antrieb. Ich habe auch festgestellt, dass der Hells Angels MC aus sehr vielen Kindern von Arbeiterfamilien besteht, die ohne diesen Club womöglich nie die Chance gehabt hätten, mal international andere Städte und Länder zu besuchen. Ich sage ganz klar, es ist eine Subkultur. Ja, sonst hätte ich gesagt, Sie können natürlich auch in einen Fußballverein gehen. Nee. Also, Sie bilden sich doch nur eine Subkultur zu sein. Sie sind ein kleinbürgerliches, miefiges Milieu im Grunde genommen. Nicht mehr und nicht weniger. Langsam. Ja, nicht langsam. Jemand, der am Bildschirm sich Meinungen holt. Jetzt hören Sie doch auch in diesem Unsinn. Ja, es ist doch so. Ich habe Ihre Bücher zwar noch nicht gelesen. Ich habe Ihre Bücher noch nicht gelesen. Sie haben seine Bücher nicht gelesen. Er sagt, dass er geredet hat. Bleiben wir mal da. Ja, gut, mag ja sein. Aber lassen Sie mich jetzt erstmal den Satz weiter mit Ihrer kleinbürgerlichen Miefigkeit, die Sie haben. Guter Mann, Sie wollen sich dem Materialismus widersetzen, schreiben Sie ja, sozusagen fern dieser normalen Bürgerlichkeit. Sie leben aber diese Bürgerlichkeit natürlich total aus. Ich gucke mir das, die Villa von dem Herrn Hanebut, also Ihrem sogenannten Chef, an. Besonders wenig materialistisch. Aus Hannover. Aus Hannover. Ich gucke mir Ihre Autos an, mit denen Ihresgleichen rumfährt. Besonders wenig materialistisch. Ich gucke mir an, wie Sie mit den Frauen umgehen, die Wirtschafter beispielsweise, die Sie haben, die Türsteher, wie die umgehen. Das ist alles mehr, das ist doch nichts Rebellisches. Das ist alles nur kleinbürgerlich, nicht mehr und nicht weniger. Mhm. So, jetzt. Ach so, also dieses Verhalten ist für Sie kleinbürgerlich? Kleinbürgerlich. Ich sage immer was ich von Ihnen höre, sind einfach nur Phrasen. Vorurteile, die auf eine ganze Menge von Leuten ausgebreitet wird, die alle sehr unterschiedlich sind, als Sie vielleicht ahnen. So, ja, das kann ich schon sagen. Frage der Mitgliedschaft Frauen, weil Herr Roth das gerade angesprochen hat. Also ich könnte kein Mitglied werden. Nein. Warum nicht? Das ist so. Das wurde 1948 gegründet. Ja.
Es gab nie Frauen. Muss lachen. Warum? Ja, weil diese Frage immer wieder kommt. Seit 30 Jahren kommt die immer wieder. Es gibt nur noch ganz wenig Clubs, wo die Frage immer kommt. Einen ganz einfachen Grund. Und so plump, wie sich das jetzt hier anhört. Aber wenn 26 Mann in Stuttgart in einem großen Saal sitzen und machen ihr Meeting und dann ist da plötzlich irgendwann eine Frau dabei und vielleicht auch noch eine hübsche und das Hirn rutscht bei 26 Mann in die Hoden, dann ist es rum in dem Club. Das ist ganz einfach so. Das funktioniert nicht. So. Es wird nicht funktionieren und es gibt ganz einfach Männervereine, es gibt Frauenvereine. Es gibt nicht mehr so viele Diskriminierung zu tun oder weiß der Teufel was. Ja. Wir haben sehr gute Beziehungen bei uns in Stuttgart mit jeder mit seiner Frau. Mhm. Die sind teilweise schon silberne Hochzeiten, was soll viel lang zusammen. Die haben Enkel 7 und wir haben alles Mögliche bei uns im Club. Die Frauen sind ständig mit uns unterwegs, sie sind ständig bei uns im Clubhaus. Dann haben sie ja ständig da führen wir ein ganz, Hirn in der Hose, ein ganz, wenn das so ist, bei uns ehrlich gesagt. Da führen wir ein ganz tolles Clubleben. Das sind Sachen, das wird der Herr Roth niemals akzeptieren können. Und jeder, der bei uns schon mal war und es gesehen hat, der weiß, wie das laufen kann. Stuttgart ist doch die Ausnahme, das wissen Sie. Wir sind nicht die Ausnahme. Wir sind eines von vielen Schalern in Deutschland, das so tickt und so funktioniert. Und ich bin auch nicht hier, um hier irgendwas schön zu reden. Ich habe das gar nicht nötig, irgendwas schön zu reden. Mir geht es bis total quer langsam. Das ist schon lang der Fall, aber in den letzten Jahren spitzt sich es unheimlich zu. Dass hier so pauschalisiert wird, dass hier mit einem riesen Apparat gegen uns vorgegangen wird, dass Sachen passieren, wie gerade heute diese Geschichte mit diesem Verwaltungsgericht in Kassel oben. Die ein Verbot bestätigen, das ausgesprochen wurde. Verbot bestätigt haben. Das hat uns heute Morgen auch schwer getroffen, muss ich sagen. Wir haben zwar nicht daran geglaubt, aber gehofft, dass dieses Verbot kippt. Dann müssen wir jetzt tatsächlich mal wirklich reden über das, was passiert und die Vorwürfe, die Ihnen gemacht haben. Fangen wir mal bei einem ganz konkreten an, nämlich bei dem, den Frau Johansen mit in die Sendung bekommt. Da geht es um, ja, wurde glaube ich nie so genannt, aber eigentlich geht es um Schutzgeld. Hier ist die Geschichte kurz gefasst. Die meisten Opfer der Hells Angels schweigen. Die Gastwirtin Ute Johansen aber hat sich entschieden, öffentlich zu machen, wie Hells Angels sie bedrohten und am Ende ruinierten. Als die Flensburgerin vor 10 Jahren ihren Pub aufmachte, zwangen Rocker sie, für Türsteherdienste ein hohes Schutzgeld zu zahlen, bis zu 3.000 Euro im Monat. Nach 5 Jahren hatte die Wirtin genug, sie ging zur Polizei, erteilte den Hells Angels Hausverbot. Doch Ute Johansen wurde weiter unter Druck gesetzt. Ihr Haus und ihr Auto wurden in Brand gesetzt, die Täter nicht gefasst. Vom erpressten Schutzgeld in 6-stelliger Höhe hat sich die Mutter von 4 Kindern bis heute finanziell nicht erholt. Ja, hat man das denn Schutzgeld genannt, Frau Johansen? Nein, also das Wort ist so natürlich nie benutzt worden. Es ist ganz klar gesagt worden, wir machen deine Tür. Es geht hier um Türsteher. Das waren Ihre Türsteher. Wie sind Sie denn zu denen gekommen? Die waren schon im Laden, als ich den Laden gekauft habe, also praktisch mich damit selbstständig gemacht habe. Damals allerdings als Satisfaction. Da hießen sie noch nicht Hells Angels, sondern der Club hieß noch anders. Genau, okay? Also die Flensburger Niederlassung, wie auch immer, war seinerzeit Satisfaction. Ich habe damals dann auch mich erkundigt bei der Polizei. Das ist nun auch 10 Jahre her, muss man sagen. Mhm. Da war diese ganze Thematik, glaube ich, auch noch nicht so präsent. Man hat mir das dann schon auch erklärt, dass es sich hier um Rockerclub handelt und so meinte, aber weil wir ein Irish Pub sind, sind wir für die eigentlichen Geschäfte nicht interessant. Also, und Türsteher braucht man halt in der Gastronomie und deshalb könnte ich die halt ruhig nehmen. So, und dann war es aber sehr schnell nach der Übernahme, dass ich gemerkt habe, das ist gar nicht gut hier, weil ich hatte im Grunde genommen gar keine Entscheidung, wie viel Türsteher ich jetzt gerne hätte, wie oft die kommen, wie viele Stunden sie machen, was ich zu bezahlen habe. Das wurde eben alles komplett vorgegeben. Mhm. Und war sehr viel dann für Sie letztlich? Also 3.000, wenn das im Monat ist, gemessen an Einnahmen? Das war eigentlich das, was ich mir mal im Idealfall vielleicht selber als Selbstständigkeit so gedacht hatte, was ich brauche. Mhm. Was denn gewesen, wenn Sie gesagt haben, ich brauche euch nicht oder ich brauche weniger von euch? Sind Sie dann bedroht worden oder wie ist das abgelaufen? Es wurde dann ganz klar gesagt, also ohne uns kannst du gar nicht, weil wir können ja auch hier mit unseren Motorrädern den Laden platt machen und versuch's mal. Oder dann gibt es ja andere wie die Russen und die Albaner und dann wirst du ja sehen, wie schnell du die im Laden hast. Mhm. Also da hatte ich schon fast das Gefühl, die schicken mir, wenn ich jetzt wirklich Nein sage, erstmal so ein Demotrupp vorbei von mir, also auch von Albanern, keine Ahnung. Also es wurde immer ganz klar kommuniziert. Das heißt, Sie haben mitgespielt. Ja. Lange Zeit. Ja. Sie haben gerade gesagt, die kamen auch die anderen Hells Angels von den anderen Türen dann bei Ihnen. Haben die den Laden als Ihren auch gesehen? Also haben Sie zum Beispiel bezahlt für das, was Sie getrunken haben? Nein, um Gottes Willen.
Also da, das sowieso nicht. Also bei mir war es ja, wie gesagt, so eine spezielle Situation, weil die Flensburger Hells Angels zu der Zeit, also auch als sie noch Satisfaction waren, später Hells Angels, den gesamten Nordbereich, also Flensburg bis eben Heide, Husum, Marne, also alles kontrollieren. Aber die Zentrale war in Flensburg, sodass dann eben morgens, wenn die Diskotheken zu hatten, 60, 70 Mann praktisch nach der Arbeit herbeiströmten. Mhm. Ja, also. Sie haben das lange mitgemacht. Wann war bei Ihnen dann Schluss? Also ich habe 2008 gesagt, ich kann nicht mehr. Ich habe, ich war 3 Monate mit meinen Kindern nicht krankenversichert. 4 Kinder hatten Sie? Ja. Jüngstes zu der Zeit? Muss direkt die überlegen. Kleine? Die wird morgen 16, dann ist sie damals 6 gewesen. Also war sie ganz klein, als Sie angefangen haben, jedenfalls. Also keine Krankenversicherung, 3 Monate, und dann haben Sie gesagt, geht nicht mehr? Geht nicht mehr. Wobei, das ist natürlich keine Krankenversicherung bei mir. Man spart immer zuerst bei sich selber. Also waren natürlich auch ein paar andere Faktoren. Ich wusste, ich muss einfach irgendwann jetzt die Tür zu machen, wenn ich weiter diese Forderungen erfülle. Und dann sind die gegangen? Und kann man den einfach kündigen so? Ich hatte in dem Moment ein bisschen Glück, weil es war gerade EM und es hieß, oh, das passt ganz gut in Anführungsstrichen, weil wir haben so viel zu tun mit den ganzen Public Viewing-Geschichten, aber im Herbst kommen wir wieder. Bis dahin musst du es finanziell im Griff haben, weil dann beginnt die Weihnachtszeit und dann wollen wir auch wieder deine Tür machen und komm ja nicht auf die Idee, irgendeinen anderen Türsteher hier zu beschäftigen. Ja. Und gleichzeitig habe ich mich natürlich an die Flensburger Polizei gewandt, wo damals dann wirklich auch am längsten Umdenken war, die mich also super unterstützt haben, indem sie eben auch Ansagen dort an die Hells Angels gemacht haben, dieses lasst bitte Frau Johansen in Ruhe, wir wissen Bescheid. Es gab ja ein Hausverbot, die Polizei hat geholfen, das durchzusetzen, aber wie ist es dazu gekommen, dass bei Ihnen was gebrannt hat, das Haus, das Auto? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich natürlich nicht. Also es gab immer mal wieder Konfrontationen, also jetzt beim Auto als einfaches Beispiel, das ist ja im Januar letzten Jahres gewesen. Und 2 Wochen vorher hatte ich die Hells Angels wieder im Laden, obwohl sie Hausverbot haben. Ich bin dann natürlich hingegangen, habe gesagt, bitte, ihr geht, ihr wisst Bescheid, hier nicht. Nein, wir gehen nicht. Ich sage, ja, ihr geht. Dann habe ich halt, man muss sich die Situation halt nachts vorstellen, ich habe das Licht angemacht, ich habe die Musik ausgemacht, ich habe mich bei meinen Gästen entschuldigt und habe gesagt, tut mir leid, wir haben Hells Angels im Laden und solange die nicht raus sind, machen wir hier nicht weiter mit der Party. So, und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass die Polizei kommen musste. Es waren auch Prospects mit dabei. Es hat also Anwärter auf Hells Angels. Es hat dann eine halbe Stunde gedauert, bis der Laden wirklich geräumt war. Und 2 Wochen später hat mein Auto gebrannt. Sie sind am Ende in die Insolvenz gegangen. Sie sagen auch deshalb, weil eben das mit den hohen Zahlungen, mit den Einnahmen überhaupt nicht mehr ging, sind im Moment in der Wohlverhaltensphase. Würden Sie sagen, das ist eben auch alles eine Folge eben dieser Geschichte, dass Sie letztlich an diesen Schutzgeld... Zahlungen oder sagen wir es mit Türsteher, Honoraren zugrunde gegangen sind? Definitiv. Also ich habe natürlich wie jeder in der Selbstständigkeit auch meine Fehler gemacht. Also es gibt Dinge, die würde ich heute anders geschäftlich auch angehen. Aber ich habe auch so viel gearbeitet und mein Betrieb lief wirklich so gut, dass ich diese Fehler hätte ausmerzen können mit dem Geld, das ich aber letztendlich weitergeben musste. Ja. Also das, was eben jeder so mal sagt, dass man sagt, das hätte ich früher anders gemacht oder ich würde lieber das einkaufen oder die Biermarke führen, was auch immer. Das hätte ich handeln können, aber das Geld hatte ich eben nicht, weil ich es abgeben musste. Herr Triller, Sie wissen, welche Frage jetzt kommt. Wie passt das zu Ehrlichkeit, Brüderlichkeit und so weiter zusammen, diese ganzen Werte der Hells Angels, wenn Sie es nötig haben, so eine Frau unter Druck zu setzen und sie zu ruinieren? Ich habe mich natürlich erkundigt über die ganze Situation in Flensburg. Ich selber war Sie sind ja der Pressesprecher, ich glaube das, Das, was ich erfahren habe, ist, bei Ihnen hat nicht nur einmal ein Haus gebrannt, sondern zweimal. Ich habe erfahren, also das Elternhaus und später ein gekauftes. Ich habe erfahren, dass Sie reihum schwerst verschuldet sind bei sämtlichen Getränkehändlern. Ich habe erfahren, dass Sie Ihren eigenen Mann ins Getränkelager eingesperrt haben. Was tut denn das zur Sache jetzt? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich sage, was ich da höre, ist schon einigermaßen fantastisch. Es ist nämlich so. Sie hatte mit einem einzigen Hells Angel Kontakt, mit einem einzigen. Mhm. Und das ist genau der Mann, weswegen Flensburg verboten worden ist und den wir vorher schon aus dem Club entsorgt haben. Stefan Raaf. Den kennen Sie, ne? Diese Türgeschichte hatte mit dem privat zu tun, niemals mit dem Club. Das wussten wir gar nicht. Und als wir erfahren haben, was das für ein schräger Vogel ist und welche Hobbys er betreibt, also das ist kostspielige Hobbys, ne? Haben wir ihn aus dem Club rausgeworfen. So einfach ist das.
Also das ist ehrlich gesagt schlicht und einfach unwahr, weil ja alleine, ich weiß jetzt nicht wie viele genau, aber ich sag mal mindestens 20 Hells Angels zum Flensburger Club gehört haben, die permanent im Tross hinter Herrn Raaf hergelaufen sind und ihm alle die den Wassereimer geschleppt haben. Da wusste jeder Bescheid und es war ja immer ganz wichtig in Flensburg, wenn die Hamburger Hells Angels zu Besuch kamen. Das war sozusagen die übergeordnete Dienststelle. Damit wurde auch oft die Höhe der Sachen erklärt, weil Flensburg muss an Hamburg abgeben. Also da scheint es auch so hierarchische Dinge zu geben. Kann ich absolut nicht unterschreiben, dass es keinen Hells Angels gab, der nicht wusste, was Stefan Raaf getan hat. Ich hätte mal eine ganz kurze Frage. Ist Ihnen bekannt, dass diese Strafverfahren, die in diesem Hinsicht gelaufen sind, alle eingestellt worden sind? Sang- und klanglos? Strafverfahren in welcher Hinsicht jetzt? Alles, was diese Gaststätte betrifft. Das LKA in Schleswig-Holstein sagt, es läuft noch das Ermittlungsverfahren, und zwar wegen Erpressung zum Nachteil von Frau Johansen. Es ist nicht eingestellt worden. Nein, es tut mir leid, wir haben mit dem LKA telefoniert und das Ermittlungsverfahren läuft gegen eben die genannten Personen. Wegen Erpressung zum Nachteil von Frau Johansen. Dieses haben wir verifizieren können. Herr Rettinghaus, vielleicht können Sie uns helfen. Sie hören die beiden Seiten. Ist das unique? Also ist das so ein Einzelfall oder passiert das häufiger nach diesem Muster? Nein, also ich merke schon, es wird der völlig falsche Lifestyle verkauft hier von was Rocker sind. Das sind keine Henry Fondas oder Dennis Hopper und Easy Rider, sondern das sind knallharte Unternehmen quasi, die der organisierten Kriminalität alles abverlangen, die ganze Deliktspalette abdecken und die Gewaltroheitsdelikte begehen, Rauschgiftdelikte begehen, Handel und Einfuhr. Und dementsprechend auch dann haben wir natürlich Probleme als Polizei, dann auch Zeugen später zu präsentieren. Das ist natürlich ein großes Problem, aber die Taten an sich sprechen ja für sich. Seit 2009 gibt es Lagebilder für Rockerkriminalität. Es wird in der organisierten Kriminalität in den Lagebildern des LKA und des BKA abgebildet. Und dann haben wir ja ganz klassische Zahlen. In 2011 waren allein gegen die Hells Angels 23 Verfahren nur gegen die Hells Angels im Bereich der organisierten Kriminalität und 25 Verfahren gegen Supporter der Hells Angels. Supporter sind eben, das muss man noch mal sagen. Und diese Vielzahl der einzelnen Taten, diese einzelnen Gewalttaten, die müssen wir als Polizei natürlich dann auch in Verbindung bringen mit den Clubs. Ja. Und um dann darauf zu zielen, dass wir Vereinsverbote erzielen. Das ist aber doch die wichtige Frage tatsächlich. Also handelt es sich hier um, wie Sie sagen, 20, 30, die im Knast sitzen, also einzelne Taten von Jungs, die eben hart drauf sind, oder steckt dahinter Methode? Das ist ja die wichtigste Frage, Herr Gall. Wie beantworten Sie die? Also was kann die Organisation dafür, wenn da zwei, drei, in diesem Fall in Flensburg vielleicht nur einer, aus dem Rahmen fällt? Nein, so ist es ja nicht. Die Zahlen, die genannt werden, das sind jeweils die Augenblickszahlen. Das heißt doch auch im Klartext, wenn Verurteilungen stattgefunden haben, beispielsweise Freiheitsentzug, ein Jahr, keine Ahnung, 7 Monate, was auch immer, dann kommen die Menschen ja irgendwann, nämlich nach Ablauf dieser Zeit oder häufig vor Ablauf dieser Zeit, auch wieder in Freiheit. Da schließen sich dann aber andere an. Wenn wir dies summieren, dann kommen wir auf ganz andere Zahlen. Und es gibt ja in der Tat in etwa die Zahl, dass man sagen kann, dass allein bei den Hells Angels jeder Zweite eine Vorstrafe hat. Ich lege aber, das sei mir auch mal gestattet, jetzt Wert darauf, dass wenn wir über Rocker und rockerähnliche Gruppierungen reden, nicht nur über die Hells Angels reden. Da gibt es jede Menge andere auch, die uns gerade in Baden-Württemberg sehr viele Probleme und Sorgen machen. Wenn ich allein von den 4 großen klassischen Rockergruppierungen ausgehe, mit in Baden-Württemberg 46 Charter und Chapter, stelle ich fest, wir haben aktuell in etwa 80 Ermittlungsverfahren pro Jahr mit jeweils steigenden Zahlen insgesamt laufen. Und deshalb kann man da nicht von Einzelfällen sprechen. Und ich weiß natürlich und kenne den Herrn Schellhorn insofern, wir sind ja fast benachbart in Stuttgart. Die Stuttgarter Hell Angels und Herr Schellhorn im Besonderen unterscheidet sich in der Tat von vielen anderen Wahrnehmungen, die wir quer durchs Land haben. Inwiefern? Er hat Öffentlichkeit in Stuttgart, er ist anerkannter Fotograf. Er hat sogar einen Caritas-Preis bekommen. Es gibt keine Vorstrafen, soweit mir bekannt, was das Stuttgarter Charter anlangt. Aber das darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich dies unter der Rubrik gute Propaganda der Hell Angels verbuche. Denn Herr Schellhorn wird gerade aus diesem Grund immer wieder mal entsprechend eingeladen, um ein bisschen Feigenblatt zu spielen für andere Entwicklungen, die wir wahrzunehmen haben. Sie haben sogar mal gesagt, also, dass die unter dem Deckmantel bürgerschaftlichen Engagements eben ihre kriminellen Tätigkeiten nachgehen. Dann hätte das ja Methode. Und Herr Schellhorn säße jetzt hier sozusagen als der gute, als das Feigenblatt.
Ja, er würde auch taugen für Titelthesen Temperamente, was seine Arbeit fotografischer Art anlangt. Aber dann wäre im Prinzip diese Runde ja nicht erforderlich, wenn die Welt denn so wäre, wie er sie häufig versucht zu verkaufen. Herr Schellhorn, sind Sie das Feigenblatt der Hells Angels? Das ist unglaublich. Also solche Leute wie mich, die gibt es bei uns zuhauf. Ich bin nicht der Einzige, ich bin vielleicht im Augenblick durch meine Bücher und durch meine Arbeit der populärste. Aber die schon allein ihr Einspieler vorher zur Frau Johansen, die Opfer der Hells Angels. Sie werden kein einziges Opfer finden von mir irgendwie. Sagt ihr Herr Gall auch, dass Sie tatsächlich Sie werden von vielen keine Opfer finden. Auch die Zahlen von Herrn Gall gerade, Baden-Württemberg publiziert 800 Rocker und 1000 Rocker-ähnliche Gruppierungen. Das sind Streetgangs. Es gibt ja schon immer mal diese Differenz, Rocker ähnlich, aber in den Schlagzeilen heißt es dann trotzdem Rockerkrieg. Dann bleiben wir doch bei den Hells Angels, über die können wir reden. 1800 heute, ja. Leute, von denen wir hier gerade reden. Ja. Ich weiß nicht, wie viele waren die Ermittlungsverfahren, waren glaube ich 80. Ja. Verstehen Sie, auf was ich raus will? Ja, Sie sagen, das sind wenige Einzelfälle und nicht der Club an sich Einzelfälle ist das Problem. Und genau so. Wir leben in einem Rechtsstaat, der seit über 50 Jahren wirklich gut funktioniert, der so gut funktioniert wie noch nie in unserem Land. Ja. Und in diesem Rechtsstaat ist eine ganz normale Geschichte. Die Polizei ermittelt eine Straftat, genau. Die Polizei gibt es der Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft klagt an und das Gericht verurteilt, wenn es denn sein muss, und derjenige geht in den Knast dafür. Wenn die Zeugen nicht eingeschüchtert werden. Ja. Herr Roth, wir leben doch in einer Zeit, wo jeder von uns so überwacht ist, wenn wir noch die Möglichkeiten, die Herr Redinghaus dauernd fordert, wie Vorrat Datenspeicherung und weißt du, was alles dazu kriegen, dann sind wir so gläsern, dann wird auch jeder Mensch sehen, wo sie ihre Bücher schreiben. Dann sind wir so gläsern. Wie soll denn das denn überhaupt noch funktionieren? Wir leben doch nicht mehr 1950 oder 1960. Ja. Wir leben in einer Zeit, wenn ich auf der Straße nur jemand schräg anguckt, sitzt da drüben einer mit dem Handy und setzt es auf YouTube oder ruft die Polizei an oder weiß der Teufel was. Es funktioniert doch gar nicht mehr. Machen Sie sich doch nichts vor. Die Beeinflussung der Zeugen, jetzt hören Sie doch auf in Acht zu sagen, die Beeinflussung der Zeugen bei den verschiedensten Gerichtsverfahren. Das weiß er, das weiß man aus den Verfahren in Erfurt, das weiß man aus allen Verfahren, es werden teilweise massiv eingeschüchtert. Die haben teilweise Angst, ein schönes Wort, was ja, ich gerade höre. Teilweise ist ein schönes Wort, was ich höre. Schon differenzierender. Und jetzt wollen wir mal die Geschichte, Sie sind ja so stolz auf Ihre internationale Bruderschaft. Ja. Ihre Hells Angels in Kanada, ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren 160.000 Tote bei den Auseinandersetzungen. 160.000 waren es nicht, ich glaube 160. Entschuldigung. Es waren 160 bis 200 Tote, die man. In Skandinavien, Ende 1995 bis 2000, über 20 Tote in den Kämpfen zwischen den friedliebenden Hells Angels und den schlimmen Banditos. Also, das gehört doch auch alles zu dem Bild, für das Sie repräsentativ sind. Darf ich dazu tatsächlich etwas, weil wir immer sagen, Einzelfälle oder organisierte Kriminalität, das ist der Disput. Wir haben jetzt mal, es ist nicht so ganz leicht in der Tat, Verfahren sind das eine, Anklagen, Verurteilungen. Wir haben aber jetzt mal geguckt in den letzten 5 Jahren und Vorkommnisse zusammengetragen und wollen dann diese Frage diskutieren, sind das Einzelfälle oder hat das was mit dem Club zu tun, in diesem Fall mit den Hells Angels. Viele Hells Angels und andere Rockerbanden kontrollieren Rotlichtbezirke, verdienen ihr Geld mit Prostitution. Zum Beispiel Frank Hanebut. Er gilt als Rotlichtkönig von Hannover und er ist vorbestraft. 3,5 Jahre wegen schwerer Körperverletzung. Die Frage ist, wie unbescholten sind Hells Angels und Co. Hier einige Schwerstdelikte aus den letzten 5 Jahren. 2007. Hells Angel Robert K. wird im niedersächsischen Ibbenbüren von einem Bandido erschossen. 2009. Bandido Ashley E. wird von einem Hells Angel in Gelsenkirchen hingerichtet. 2009. In Berlin wird ein Hells Angel erschossen. 2009. Flensburger Hells Angels Boss rammt mit seinem Auto einen Bandido auf der Autobahn und verletzt ihn lebensgefährlich. 2009. Rheinland-Pfalz. Zwei Hells Angels töten den Präsidenten eines anderen Motorradclubs mit Messerstichen. 2010. Sonderermittler wird in der Nähe von Neuwied von Hells Angel Kali B. durch geschlossene Wohnungstür erschossen. Nachtrag. 2011. Der aktuelle Jahresbericht des BKA zu organisierter Kriminalität listet für 2011 über 30 Verfahren gegen Rockergruppen wegen Rauschgifthandel, Gewaltkriminalität, Erpressungsdelikten und Straftaten gegen das Leben auf. 2012.
Herr Schellhorn, was man sich fragt, ist wirklich, also wenn das so ist, wie Sie sagen, Sie sind selber durch so eine Easy Rider-Filmgeschichte da reingekommen und das war mal auch ganz anders. Also spätestens an dem Punkt, wo jetzt mehr Gewalt da ist als alte Ideale, müsste man doch sagen, wieso distanzieren Sie sich nicht und gründen einen eigenen Club? Warum soll ich mich distanzieren? Dieser Club hat mir unheimlich viel gegeben und ich habe unheimlich tolle Leute kennengelernt in diesem Club. Ich habe unheimlich gute Zeiten in diesem Club erlebt. Ich habe auch unheimlich schlechte Zeiten in diesem Club erlebt. Wir hatten 85 in Stuttgart ja auch die Geschichte mit Bildung einer kriminellen Vereinigung. Diese Vorwürfe mit einer riesen Polizeiaktion sind nach 6 Wochen vom OLG Stuttgart, ist dieser Haftbefehl aufgehoben worden mit einer bitterbösen Rüge an die Staatsanwaltschaft. Ne? Mit der bitterbösen Rüge an die Staatsanwaltschaft. Das war vor 25 Jahren. Ich habe auch schlechte Zeiten in diesem Club schon erlebt. Ich habe erlebt, dass Polizeibeamte in unserem Verfahren Akten verfälscht haben. Das ist gerichtsfest. Da fragen Sie Herrn Häusler, Oberstaatsanwalt, der war damals dabei, das ist gerichtsfest. Ich habe alles erlebt. Warum soll ich denn mein Leben, das ich mir so ausgesucht habe, das ich auch in Stuttgart mit aufgebaut habe, wo ich lauter tolle Leute kennengelernt habe, auch Arschlöcher kennengelernt, gut, klar, aber auch hauptsächlich gute Leute kennengelernt habe, warum soll ich das aufgeben? Wenn Sie natürlich so wie hier in diesem Einspieler die ganze Geschichte wie eine Perlenkette hintereinander auflisten, dann suggerieren Sie natürlich dem Zuschauer hier, das ist doch ganz klar, alles Verbrecher. Wenn Sie mir jetzt aber 5 Minuten Zeit geben, dann nehme ich Ihnen diese Auflistung auseinander. Es ist eine publizistische Auflistung, die Sie gemacht haben. Wir haben jetzt mal die Toten gezählt und da sind auch Hells Angels als Opfer dabei. Da können Sie gar nichts dagegen haben. Das ist passiert. Also wir haben tatsächlich nur Tode diese Dinge mit reingemischt. Entschuldigung, wir haben fast nur Tote genommen. Wir haben auch den toten Beamten, SEK-Beamten genommen, der durch die Tür erschossen wurde. Da gab es keine Verurteilung, sondern einen Freispruch, weil man da tatsächlich das nicht gut nachweisen konnte. Aber der Mann ist tot. Das muss man doch mal feststellen. Es sind Hells Angels tot, es sind Bandidos tot. Das sind Fakten, an denen man nicht vorbeikommt. Und Sie sagen immer, das ist wie bei jedem anderen Verein. Ich kenne nicht beim Fußballverein so viele Tote wie in diesem Fall. Darin müsste man sich doch auseinandersetzen, Herr Triller, oder? Also, was die Fußballszene betrifft, da will ich mir jetzt nicht auslassen. Was da jedes Wochenende abgeht, es hat eine ganz andere Dimension. Ja. Aber keiner würde auf die Idee kommen, einen Fußballclub deswegen zu verbieten. Ja. Ja? Da Zusammenhänge mit der Medienschlacht, die gegen uns geführt wird. Wir haben hier ein klassisches Beispiel. Da ist etwas geweckt worden, was wir selber überhaupt nicht gut finden. Und zwar, es wurde jahrelang, seit Mai 2010 ganz explizit, der Bevölkerung in den Kopf gehämmert, da werden Geschäfte gemacht mit Millionen Gewinn. Ich kann keine Millionen Gewinne sehen. Erstens. Zweitens gibt es bedauerlicherweise Leute außerhalb dieser Szene, die das glauben. Und die das nicht nur glauben, sondern die sagen, da wollen wir auch was vom abhaben. Und da hat sich eine Entwicklung herausgestellt, die äußerst brisant ist. Und vieles von dem, was hier aufgelistet worden ist, also in Berlin zum Beispiel ist kein Hells Angel erschossen worden, sondern jemand, der in weiter entfernten Gruppe war. Vieles von dem schafft natürlich den Eindruck, die ganze Szene besteht nur noch aus Gewalt und Profitdenken. Ja, dann müsste aber auch langsam mal der Punkt kommen, wo Verurteilungen von einer Strafjustiz erfolgen müssen. Ja. Die gibt es aber nicht. Es laufen ja zig Verfahren in ganz vielen Städten und vor Gerichten. Allein in Nordrhein-Westfalen laufen Verfahren, in Bielefeld, in Dortmund, in Essen, in Duisburg, in Aachen, in Köln, in Düsseldorf. Alles Verfahren quasi gegen Supporter oder gegen Hells Angels. Das dauert natürlich. Das macht doch, weil wir als Polizei natürlich auch dementsprechend rechtsstaatlich sind. Das, was Sie eben gesagt haben, mit Vorratsdatenspeicherung und gläserne Menschen, das ist ja völliger Humbug. Das heißt also, die Polizei kann ja nur auf solche Daten zurückgreifen, erst wenn es überhaupt gibt, die Vorratsdatenspeicherung. Dann auch nur bei gewissen Straftaten, bei Katalogstraftaten, sprich der organisierten Kriminalität. Und dann schauen wir auch nur dann bei den Leuten nach. Also wenn der Richter sagt, dann hinterher, da dürft ihr diese Daten erheben. Und dann können wir hinterher aufgrund dieser Vorratsdaten erkennen, wo sind die Hintermänner. Wir können Strukturen erkennen und diese Strukturen zerschlagen. Das Image, was wir jetzt hier wirklich die ganze Zeit verkauft kriegen, ist Unsinn, ist absoluter Unsinn. Also es gibt nicht mehr dieses Easy Rider-Feeling. Wir haben hier knallharte Organisationen. Das sind auch Menschen, die gehen ihren normalen Berufen nach. Das hindert die aber nicht daran, auch noch kriminell zu sein nebenbei natürlich und der organisierten Kriminalität zu frönen. Das sind ja auch nicht Sachen, die wir uns aus den Fingern saugen, sondern das sind belegte Zahlen, die wir auch erfassen, die wir sammeln, die wir als Länder, als Polizei, als Landeskriminalämter austauschen und zusammenführen in unseren Lagebildern. Das müssen wir auch machen. Das wurde ganze lange Zeit nicht gemacht und dann wurden einzelne Delikte nicht den Vereinen zugeordnet.
Noch ein ganz gutes Beispiel mit den Vereinen. Also wir haben 2012 zwei Clubs verboten nach dem Vereinsrecht in Nordrhein-Westfalen. Das war Köln und Düsseldorf. Mhm. Und schwupps, das ging ganz schnell, haben sich drei Charter der Hells Angels direkt selbst aufgelöst, um dem Verbot vorzugreifen. Mhm. Wenn da noch alles im grünen Bereich war und keine Taten begangen wurden, ja, warum löst man sich selbst auf? Und seitdem gibt es keine neuen Heime. Und noch mal zu den Waffen zu kommen, das ist mir auch noch mal sehr wichtig. Razzia 2012 in Duisburg bei verschiedenen Clubs. Nahezu 30 Schusswaffen aufgefunden, Maschinengewehre, Dumm-Dumm-Geschosse, übel zur Kajüte, diese Pistolen und Waffen. Herr Gall, verfolgt der Staat zu Unrecht diese Hells Angels und unterstellt ihnen Dinge, die sie gar nicht tun? Nein, natürlich nicht. Ich nehme für mich jedenfalls in Anspruch, dass ich insbesondere bei Sicherheitsfragen jedenfalls sehr ausgewogen agiere und auch argumentiere, dass ich nicht über einen Kamm schere, nicht nur die Problematik, die wir heute diskutieren, sondern bei anderen auch. Aber natürlich haben die Bürger ein Anrecht darauf, dass der Staat ihnen Sicherheit gewährleistet. Und wenn ich der Auffassung bin, dass bestimmte Gruppierungen in bestimmten Kriminalitätsphänomenen, wo auch immer, dieser Sicherheit zuwiderlaufen, dann bin ich gezwungen und dann handle ich entsprechend. Und wir haben beispielsweise aktuell in Baden-Württemberg mindestens 20 Inhaftierte aus Rogge und Rogge-ähnlichen Gruppierungen einsitzen gegenwärtig. Wir haben Ermittlungsverfahren laufen, ja. Größenordnung 80, bundesweit weit über 300 laufen. Das spricht doch im Prinzip dafür, dass der Handlungsbedarf besteht. Und gerade was der Bereich organisierte Kriminalität anlangt, bundesweit etwa bei jedem 10. Fall stammen einzelne Mitglieder jedenfalls aus Rogge und Rogge-ähnlichen Gruppierungen, in Baden-Württemberg in jedem 7. Fall der organisierten Kriminalität. Da kann man nicht so tun, als ob dies nicht auf der Tagesordnung stehen müsste. Da besteht dringender Handlungsbedarf. Und natürlich werden wir nicht immer erfolgreich sein können mit den Ermittlungen und dann bis zu den Verurteilungen. Ja. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass in dieser Subkultur ein hohes Maß an Schweigegelübde herrscht, dass es keine Aussagen gibt, dass entweder direkt oder subtil Zeugen dann auch unter Druck gesetzt werden. Und ich habe ja gerade schon deutlich wahrgenommen, wie versucht wurde, einer mutigen Frau entsprechend entgegenzutreten, indem man sich dann erkundigt. Natürlich gehe ich mal von aus im eigenen Klientel, was auch schon im Prinzip wieder einem entsprechenden Druck gleichkommt. Und ich lege Wert darauf, dass der Staat im Staate handelt und dass nicht Rogger und Gruppierungen untereinander Dinge regeln, die Aufgabe des Staates und seiner Sicherheitsbehörden sind. Herr Trinner, bitte. Sie haben vorhin einen interessanten Satz gebracht. Der Schutz des Rechts gilt für alle Bürger, richtig? Das ist wahr. Warum ist er dann partiell für uns ausgeschaltet worden? Nein, den schalten wir nicht aus. Oh doch. Nein. Im Mai 2010 hat die Innenministerkonferenz in der Besetzung von damals ein sogenanntes Strategiepapier in Auftrag gegeben. Das ist im Oktober 2010 auch verwirklicht worden. Und der Inhalt dieses Strategiepapiers, ich habe mich bei Anwälten ganz genau erkundigt, bricht Artikel 12 der Menschenrechte. Inwiefern so werden Sie Ihre Rechte beraubt? Bitte schön. Niemand darf willkürlichen Eingriffen in seine Privatsphäre, seiner Familie, seiner Wohnung und seinen Schriftverkehr und Beeinträchtigung seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Wenn er nicht kriminell aktiv ist. Genau. Ich rede. Naja, aber jetzt Jeder hat Anspruch, rechtlichen Anspruch auf Schutz vor solchen Eingriffen und Beeinträchtigungen. Und das, wenn man das aufhebt partiell, wenn man also pauschal vorverurteilt und dann sucht, die Täter hat man, die Taten müssen wir jetzt noch finden, dann ist das aufgehoben. Aber wir sind doch gerade an dem Punkt zu fragen, tatsächlich, Sie haben ja gesagt, es gibt bei Ihnen mehr Gewalt natürlich. Sie haben auch gesagt, es gibt auch eben solche, Sie waren selber im Gefängnis wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Da kann man doch jetzt mal unterstellen, oder jedenfalls muss doch der Staat im Verdacht nachgehen, ist das jetzt ein Einzelfall oder ist das eine organisierte Sache? Und dann in der Tat sind gewisse Rechte erst einmal zur Disposition. Sie gehen ja so weit, Herr Roth, zu sagen, die sind gefährlicher als die Mafia. Na, gucken Sie, warum? Das erkläre ich Ihnen. Wenn ich in Italien, in Süditalien, von der Drangheta jemand, der nun dazugehört, frage, hörst du zur Mafia? Der sagte, ich weiß gar nicht, was Mafia ist. Das ist so, wie Sie hier argumentieren. Sie ist deswegen gefährlicher, weil sie gewaltbereiter ist, weil sie viel brutaler ist, als es die italienische Mafia inzwischen glücklicherweise ist. Die geht ja in ganz andere Geschäftsfelder hinein, in die die Hells Angels oder Banditos nicht hineinkommen oder vielleicht versuchen hineinzukommen, wie in Hannover. Also der Versuch, sich in die Gesellschaft zu integrieren.
Und weil ihr enormes Gewaltpotenzial, das hat die italienische Mafia hier in Deutschland nicht. Mhm. Deswegen sind sie auch für die Polizeibehörden schwieriger zu bekommen. Ist es denn gerechtfertigt, wenn es denn so ist, wie Herr Triller sagt, dass man da bestimmte Rechte, zumindest in der Ermittlungsphase dann? Wie eben die Überwachung. Das ist ja ganz normal. Das Briefpapier, Grundrechte werden eingeschränkt durch weitere Gesetze. Es gibt Gesetzesschranken, und wo man quasi in diese Grundrechte eingreifen muss. So. Weil sie hätten ja auch ein Grundrecht darauf, sich dann im Straßenverkehr immer so zu bewegen, wie sie gerne möchten, um sich frei zu entfalten. Ja. Aber da regelt die Straßenverkehrsordnung auch, wie schnell man fahren darf, dass man sich anschnallen muss und so weiter. Das nur ein tief angesiedeltes Beispiel. Ansonsten andere Gesetze regeln genauso die Eingriffe in die Telekommunikation. Ja. Oder das Polizeigesetz regelt die Eingriffe. Aber Beschuldigte in einem Strafverfahren haben mehr Rechte unterm Strich als Opfer. Also von daher haben Sie doch wirklich hervorragende Verteidiger. Es ist doch nicht so, dass Sie im Rechtsstaat gehört auch sozusagen die Verteidiger. Ihr Rechte nehmen. Ne? Ja. Wir müssen gestaltet sein. Da geht es nicht um Rechte nehmen, da geht es auch nicht um Willkür. Das finde ich schon starker Tobak. Das will ich mal eindeutig sagen. Die Sicherheitsbehörden unseres Landes stellen dies im Prinzip auch täglich unter Beweis. Beispielsweise ist unsere Polizei auch verpflichtet, Demonstrationen von Rechtsradikalen und von Neonazis zu schützen, ja, weil die eben auch Versammlungsfreiheit und Demonstrationsrecht haben. Und beispielsweise die Außerkraftsetzung von Grundrechten ist natürlich immer an bestimmte Voraussetzungen gebunden, beispielsweise Unverletzlichkeit der Wohnung, das Recht auf Eigentum und all diese Dinge kann man ja nicht willkürlich außer Kraft setzen, sondern es sind bestimmte Voraussetzungen hierfür erforderlich. Und ein Staatsanwalt wird natürlich solche Voraussetzungen nicht einfach akzeptieren auf Zuruf der Polizei, sondern da muss die Polizei schon sehr fundiert arbeiten. Ist ja eine schwierige Situation. Herr Gall, Sie haben ja einen Verein verboten, in Pforzheim zum Beispiel. Warum ist es denn nicht dann so, dass man es schaffen kann, aufgrund eben der erdrückenden Beweislast, die Hells Angels als Gesamtheit zu verbieten, nämlich bundesweit? Ja, eben deshalb, weil es Rechte gibt, auch für Hell Angels und für andere also Menschen. Müssen beispielsweise das Vereinsrecht erfordert bestimmte Voraussetzungen, um einen Verein dann verbieten zu können. Das heißt, bestimmte Straftaten Einzelner aus einer solchen Gruppierung herausreichen nicht aus, um einen Verein zu verbieten. Genau. Ich nehme das Beispiel Pforzheim. Das Charter war, ich nehme jetzt mal alle Mitglieder, Halbmitglieder und Anwärter dazu, etwa 40 Mann stark. 10 von diesen sind jetzt verurteilt worden. Und von den übrigen 30 haben einige schon auch Dreck am Stecken, um es mal so deutlich zu sagen. Und gerade das war ja die Grundlage für dieses Vereinsverbot. Und wenn diese Grundlage nicht gegeben ist, dann kann ich Vereine auch nicht verbieten. So, also das heißt, Sie können einzelne Vereine verbieten, Sie können einzelne Hells Angels gegen einzelne ermitteln und dann auch ins Gefängnis bringen, aber Sie können nicht den ganzen Club verbieten. Würden Sie das gerne? Wir sind im Moment dabei, aus den einzelnen Bundesländern noch mal Fakten zusammenzutragen, wie sich die einzelnen Entwicklungen in den zurückliegenden Jahren darstellen. Ob dies dann im Prinzip die Basis dafür sein kann, beispielsweise die Hell Angels als Gesamtheit zu verbieten, das kann ich heute nicht sagen. Wir haben jedenfalls vereinbart unter den Landesinnenminister, dass jeder in seinem Land schaut, was zu tun ist, weil in der Tat die Situationen sind nicht überall vergleichbar. Es gibt, wie gesagt, das Stuttgarter Charter, wo ich nicht mal im Ansatz erkennen könnte, dass ein Vereinsverbot standhalten würde. Es gibt aber andere auch noch. Aber die würden Sie ja dann mit verbieten. Das ist ja das Problem, was Herr Schellhorn sagt. Wenn Sie die Hells Angels verbieten, verbieten Sie dann auch solche guten Hells Angels, wie er es ja dann sagt, wie Herr Schellhorn. Ja, deshalb können wir es ja nicht. So, und Sie, so. Ja, deswegen, es hat ja auch keinen Sinn, das auf Bundesebene zu machen. Das muss europaweit geschehen. Es gibt ja momentan eine Gesetzesinitiative im Europäischen Parlament, einen bestimmten Paragraphen des italienischen Strafgesetzbuchs dafür einzusetzen, also Mitgliedschaften einer kriminellen Vereinigung mafiosen Charakters. Das wird versucht umzusetzen. Das wird wahrscheinlich schwierig sein. Aber das ist Deutschland allein, das bringt überhaupt nichts. So, und für Sie gilt die Unschuldsvermutung nicht, dass es also Gute wie Böse gibt? Also jetzt der Vergleich von Herrn Schellhorn, das ist ein guter Hells Angels und dann gibt es andere, die sind böse? Ach, die Unschuldsvermutung gibt prinzipiell immer für mich. Das sind alles Gute hier, das wissen wir ja. Und auch die Hells Angels sind alles Gute. Und von daher denke ich, wenn Sie einem Verein angehören, wo es genügend Indizien gibt, dass er für kriminelle Aktivitäten das Dach ist, also sozusagen den Überbau, dann sollen die Leute entweder zur Polizei gehen, die können ja die Kronzeugenregelung in Anspruch nehmen und aussteigen, oder sie gehören dann dazu und dann sind sie halt verboten. Ist doch ganz einfach. So. Also bitte. Herr Schellhorn, Sie lachen nur noch, so, Herr Triller. Wenn es dann um solche Kronzeugen... Das ist Strategiepapier, da zurückkommen. Ja. Dieses Strategiepapier, was da entwickelt worden ist, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, 2010. Ich kenne das, weil... Herr Gall kennt das bestimmt.
Sie haben es ja auch nicht gemacht. Zeitung hat auch einen sehr guten Artikel, leider viel zu kurz darüber geschrieben, 2011, glaube ich. Da steht auf 64 Seiten drin, wie die Rockerclubs platt gemacht werden sollen. Jetzt mal unter uns, Herr Schellmann. Jetzt mal platt gemacht einmal unter uns. Jetzt versuchen Sie doch einmal zu verstehen, wenn man jetzt vorm Fernseher sitzt und eben auch diese Auseinandersetzung auf der Straße gibt. Es gab eine Schießerei vor Burger King, einem Schnellrestaurant. Das sind unbeteiligte Menschen, die damit reinkommen. Warum verstehen Sie nicht, dass der Staat dann sagt, wenn ihr das auf unseren Straßen macht, dann habt ihr die Unschuldsvermutung verloren an der Stelle. Das ist mit Sicherheit auch die Aufgabe des Staates, da zu reagieren, aber eben nicht so, wie hier reagiert wird. Und was noch schlimmer ist, dass mit dieser Überreaktion auch noch bewusst Medien beeinflusst werden. Das ist definitiv so. Es werden Medien bewusst, es lassen sich auch Medien bewusst benutzen. Na gut, also wenn man berichtet über das, was passiert, und ist das noch keine Beeinflussung. Und hier in der Zwischenzeit eine Hetzenjagd und eine Sippenhaft vollzogen worden ist. Diese 1000 Angels, wir haben auch alle Familie. Wir haben Frauen, Eltern, Kinder, sind alle mit betroffen. Fragen Sie mal diese Leute, wie die davon mit betroffen sind. Wir sind beruflich davon betroffen. Auch ich in Stuttgart bin in der Zwischenzeit beruflich davon betroffen. Wenn ich eine Ausstellung habe wie 2011 im Stuttgarter Rathaus zur Landtagswahl damals mit meinen Bahnhofsbildern, wird hinter den verschlossenen Türen schon mal diskutiert, ob man dem Kriminellen da unten so eine Möglichkeit geben sollte. Dann gebe ich Ihnen jetzt ein anderes Beispiel, wie es auch versucht wurde. Das hat ganz große Aufmerksamkeit erregt. Ich sage jetzt mal, das war der Versuch der diplomatischen Lösung. Das war der sogenannte Friedensschluss zwischen den Hells Angels und den Bandidos. Dieses fand statt in einer sehr renommierten Kanzlei in Hannover. Götz Werner von Fromberg, ein Partner in dieser Kanzlei, zu dem Zeitpunkt Gerhard Schröder, ehemals Bundeskanzler. Und da sitzen jetzt beide Chefs, hier die Bandidos und die Hells Angels, ein Chef, Herr Hanebut von den Hells Angels, und sie schließen notariell beglaubigt Frieden. Die Presse ist dabei. Das war 2010, Herr Rettinghaus. Hat das was gebracht, dieser Friedensschluss? Nein, das ist viel eigentlich schlimm zu beobachten oder zu sehen war, wie dann zwei Clubs sich untereinander quasi den Staat aufteilen und ihre Geschäfte unbehelligt von der Polizei machen können, indem sie quasi diesen Friedensschluss erklären. Also das Schwenken weißer Faden hat uns darüber nicht hinweggetäuscht. Und nach knapp einem Dreivierteljahr waren auch schon die ersten Gewaltdelikte ja auch schon wieder feststellbar. Warum auch wenn es jetzt durch Supporter war. Warum haben die das gemacht? Das war einfach, um sich quasi den Kuchen, wie wir immer so schön sagen, neu aufzuteilen und zu sagen und in Ruhe von der Polizei gelassen zu werden und dann die bestehenden Geschäften nachzugehen, sprich der organisierten Kriminalität. Das unter den Augen quasi der Öffentlichkeit und das sollte so medial begleitet auch dann verkauft werden. Warum sollte sich ein Anwalt, Herr Roth, wie Herr von Fromberg dafür hergeben, wenn das eine Farce war? Naja, der Herr von Fromberg ist ja persönlich befreundet mit Herrn Hanebut, haben auch gemeinsam, wie man so hört, oder die Frau, wirtschaftliche Geschäfte im Steintorviertel. Das ist ja das Imperium von Hanebut gewesen. Er ist ja jetzt, glaube ich, nicht mehr in Hannover. Der Fromberg also ist extrem gut vernetzt. Sagen, der ist in Hannover extrem gut vernetzt, gesellschaftlich vernetzt. Und da nutzt es natürlich Herrn Hanebut für seine Einflussnahme einen solchen Freund und Berater zu haben. In Italien würde man den Fromberg Consigliere nennen. Vorsicht, dass Sie da nicht sich was einhandeln. Aber für Sie sind das ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eben die Chefs zweier mafiöser Vereinigungen, die geben eine Pressekonferenz und man versucht es zu befrieden. Ist das nicht ein Weg, den man gehen kann? Tatsächlich mit denen reden. Das hat man noch nie gekannt. Es gibt in der Geschichte, also in der Entwicklung des letzten 50 Jahren von organisierter Kriminalität oder von Mafia, hat es diese Verbrüderung noch nie gegeben. In Hannover hat man das ja wirklich versucht. Da gab es sozusagen die Albaner, die das Rotlichtviertel hatten. Dann kam Herr Hanebut mit seinen Freunden und hat aufgeräumt. Er hat dann aber das Monopol dort gehabt. Ja. Also, wie man so schön sagt, territoriale Herrschaft. Die Polizei hatte dort gar nichts mehr zu suchen. Und das wurde ja inzwischen auch aufgelöst, glücklicherweise, durch die Polizei. Und so ein Consigliere, also wie der Herr von Fromberg, ist schon wichtig, weil er ist einfach gut, das muss man ihm gestatten. Er sitzt jetzt hier, kann sich hier nicht wehren. Er würde sagen, es war sein Versuch, eine diplomatische Lösung für ein Problem zu finden. Herr Gall, wenn Sie das aus der Sicht von heute betrachten, ist dieser Weg für immer vorbei? Und geht es nur tatsächlich über Verbotsverfahren, Repressionen, Ermittlungen? Nein, das, was wir hier gesehen haben und was dort gemacht wurde, war eine Showveranstaltung. Das muss man ja ganz deutlich sagen. Da ging es im Kern natürlich schon auch darum, dass die sich nicht mehr gegenseitig bekriegen.
aber natürlich so, ja, mit der Absicht, sich entsprechende territoriale Zugeständnisse zu machen oder sich da fernzuhalten von entsprechenden Umtrieben, von entsprechenden Aktivitäten, die wir heute ja diskutiert haben. Mhm. Abstand zu nehmen wurde ja seinerzeit nicht beschlossen. Hätte mich auch gewundert, will ich mal eindeutig sagen. Ich bin grundsätzlich dafür, dass man immer versucht, Brücken zu bauen in unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Wir machen das als Sicherheitsbehörde, das macht die Polizei, das machen andere auch mit präventiven Maßnahmen. Wir bieten Aussteigerprogramme im Bereich des Rechtsextremismus an und. Also wenn es denn Möglichkeiten gäbe, solche Entwicklungen zu befrieden oder ihnen entgegenzuwirken, dann wäre ich natürlich dabei. Nur ich will ausdrücklich sagen, dass, weil es hierbei in vielen Bereichen von Mitgliedern dieser Rogge- und Rogge-ähnlichen Gruppierungen um Straftaten geht, sehe ich nicht, wie man da präventiv tätig werden könnte, sehe ich nicht, wo man da Brücken bauen kann. Deshalb wird es in der Tat darauf ankommen, dass wir sichtbar machen, was dort häufig passiert. Dieses Mäntelchen, mit dem man sich gelegentlich umgibt, durch Sponsorenveranstaltungen, durch Veranstaltungen von Kinderfesten und Ähnlichem, dass man diesbezüglich deutlich macht, dass ein anderer Kern hinter diesen Aktivitäten und Gruppierungen steckt. Macht Sie ein bisschen stutzig, schrieb heute eine Zeitung, noch nie war der Staat so hart gegen diese Gruppierungen und noch nie hatten sie so einen großen Zulauf wie jetzt. Es mag schon sein, dass der Staat, dass die Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren aktiver geworden sind. Das halte ich aber schlicht und ergreifend für erforderlich, weil Staat macht ja nicht sowas aus Jux und Tollerei oder weil wir gegebenenfalls zu viel Personal hätten, unsere Polizei und die Staatsanwaltschaft nicht beschäftigt wäre, sondern weil wir die Entwicklungen so wahrnehmen, weil wir Straftaten wahrnehmen und deshalb sind wir gezwungen zu handeln. Ich würde mir wünschen, dass wir weniger Engagement in diesen Bereich stecken müssten. So, ich habe heute auch gelesen in der Zeitung, im Prinzip, Herr Rettinghaus, vielleicht können Sie uns helfen, was da gerade jetzt passiert. Also da steht, die Neuen, die dazukommen, das sind die Jüngeren, die halten sich nicht mehr möglicherweise an einen Ehrenkodex, den es mal gegeben hat, als 1948 was gegründet wurde. Denen geht's tatsächlich, die sind zum Teil schon kriminell, wenn sie in die Rockerbanden kommen, ob das Hells Angels sind oder andere. Und sie kommen schneller rein und es geht ihnen nur ums Geschäft. Was ist Ihre Prognose? Ja, dieser Zulauf, den wir auch gerade besprochen haben, der ist auch dem Umstand gezollt, dass es um Gebiete geht, die hinzugewonnen werden sollen. Und dadurch kommen jetzt diese Supporter. Ja. Clubs dazu werden aufgenommen und die bestehen zum Teil aus großem Migrantenanteil. Mhm. Das sind teilweise großkriminelle Familien, die quasi jetzt dieses Rockermilieu nutzen, um ihren kriminellen Geschäften nachzugehen. Mhm. Wenn es mal sowas wie ein Ethos gab oder ein Kodex gab, dann ist der nicht mehr so sehr. Ja. Wir beobachten in den letzten Jahren verstärkt einen Wechsel von Clubs. Das, was früher ein No-Go war, was heute auch noch so ist. Also, dass ein Bandido Hells Angels wird und umgekehrt. Dieses Überlaufen ist ganz brisant momentan, was wir beobachten in diesen Bereichen. Weil dieser Kodex, den man sich gegeben hatte früher mal, der wird da nicht so angenommen und auch nicht umgesetzt. Es geht nur noch darum, schnelles Geld zu verdienen. Auch die Maschinen an sich als Aushängeschild. Wir haben Razzien gemacht, da hatte keiner eine Maschine und keiner einen Führerschein mehr. Ein Motorrad, meinen Sie? Genau, ein Motorrad. Ja. Ist nicht mehr die Voraussetzung. Ja. Das heißt, Sie sind ein aussterbendes Modell, Sie, Herr Schellhorn, ganz besonders. Ein Auslaufmodell. Ja, es war schon amüsant, das letzte Woche zu lesen, als der Kollege von Ihnen, der Herr Ralf Jäger, hier gesagt hat, das wäre nicht mehr das Problem der 45- bis 50-Jährigen, was ja noch unter meinem Alter ist, ja. Die sich mit Kleinkriminalität und Motorradfahren über die Runden gebracht haben, sondern jetzt sind Migrantengruppen dran. Ich finde es schon amüsant, dass also ich zum Beispiel seit 30 Jahren eine Verfolgung und immer eine stetig wachsende Verfolgung erlebe und jetzt plötzlich im gesetzten Alter dann, weil jetzt ein paar Migranten um die Kurve kommen, plötzlich einer bin, der mit Kleinkriminalität, also als Mafiosi hingestellt worden 30 Jahre lang und jetzt von ihm zum Beispiel und jetzt bin ich plötzlich Kleinkrimineller, der auch noch Motorrad gefahren ist. Ne? Ja. Also das ist schon amüsant. Ne? Sie amüsieren sich noch, wirklich? Ja, da kann ich mich drüber amüsieren. Herr Triller, also, auch da noch? Kann ich mich drüber amüsieren. Ich will mal kurz anführen, dieser Friedensschluss ist lange vorbereitet worden von Leuten, die sich gegenseitig kannten. Das waren keine Oberhäupter, sondern die kannten sich. Und wir haben das tatsächlich gemacht, um den ganzen Sprengstoff aus dieser Situation rauszunehmen. Ja. Es war eine sehr üble Situation, gar keine Frage. Dann doch? Die Vereinbarung, da hat man nicht Deutschland untereinander aufgeteilt, sondern man hat an ein Jahr, für ein Jahr, das ist auch schriftlich fest, für ein Jahr festgelegt, jetzt mal den Ball flach halten, mal aufhören mit diesem ganzen Irrsinn. Und das haben wir dann gemacht. Wäre ja schön, wenn Sie so etwas finden würden, jetzt wieder in Zukunft. Jetzt komme ich aber auf einen Punkt, der mir am Herzen liegt. Und zwar,
diese ganzen mächtigen Aufmärsche von 1000 Polizisten, 1500, die gibt es schon seit 1999 und 2000, da ist auch schon mal passiert. Es wäre, ich kenne diese Szene ziemlich gut, und es wäre ein Versuch wert, finde ich, dass man namhafte Repräsentanten von Polizei zum Beispiel mal einen Dialog suchen. Hat er ja gesagt, mit den Kräften, die nicht eben in Kriminalität verwickelt sind. Wir sind am Ende der Sendung. Ich würde, wenn Sie es mir gestatten, trotzdem noch Frau Johansen, die als wirklich Unbeteiligte zwischen die Fronten geraten ist, einmal ganz kurz fragen, was würden Sie denn empfehlen in dieser Situation? Bringen Verbote was? Muss man schärfer durchgreifen? Was ist Ihr Wunsch als Bürgerin? Mein Vorschlag kommt eher aus der Praxis heraus. Wir Gastronomen unterliegen ja Konzessionsgesetzen, müssen Voraussetzungen erfüllen, polizeiliches Führungszeugnis etc. Also ich persönlich wäre dafür, dass der Staat grundsätzlich an diese Konzessionierung Bedingungen knüpft, auch welche Türsteherfirmen dort sind, dass das im Grunde genommen also auch geprüfte Türsteherfirmen sind, damit kriminellen Vereinigungen die gesamte Szene entzogen wird, weil über die Türen der Läden, der Gastronomie, speziell der Nachtgastronomie, wird ja alles andere kontrolliert. Das heißt also ganz pragmatisch da ansetzen, wo das Geschäftsmodell vielleicht ansetzt. Gekommen ich halt, ne? Um dann weil ich habe das ja auch erlebt, ich hatte ja auch nach 2008 nicht die Möglichkeit, andere Türsteher zu bekommen, weil ganz klar von der Hells Angels Seite das verboten wurde. Ich konnte auch bei offiziellen Firmen anrufen und die haben gesagt, du weißt doch, in welchem Hoheitsgebiet du liegst. Wir kommen. Wir sind gespannt, was passiert. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Zukunft, gute Arbeit. Ihnen danken wir fürs Kommen heute, für das Schlaglicht, das Sie geworfen haben auf dieses Thema. Ich entlasse Sie heute in diesen Abend nicht ohne den Hinweis, dass jetzt ein Film folgt. Der Kollegin Christine Adelhardt, Auslandskorrespondentin, sie hat über den neuen chinesischen starken Mann Xi Jinping einen Film gedreht und ist dafür letzte Woche bei den Dreharbeiten angegriffen worden. Das haben Sie vielleicht in der Zeitung gesehen. Diesen Film also können Sie jetzt sehen. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht danach mit dem Nachtmagazin. Auch schönen Abend. So. Einen Fußballclub deswegen zu verbieten. Ja. Ja? Ich sehe da Zusammenhänge mit der Medienschlacht, die gegen uns geführt wird. Mhm. Wir haben hier ein klassisches Beispiel. Da ist etwas geweckt worden, was wir selber überhaupt nicht gut finden. Und zwar, es wurde jahrelang, seit Mai 2010 ganz explizit, der Bevölkerung in den Kopf gehämmert, da werden Geschäfte gemacht mit Millionen Gewinn. Ich kann keine Millionengewinne sehen. Erstens. Zweitens gibt es bedauerlicherweise Leute außerhalb dieser Szene, die das glauben. Mhm. Und die das nicht nur glauben, sondern die sagen, da wollen wir auch was vom abhaben. Und da hat sich eine Entwicklung herausgestellt, die äußerst brisant ist. Mhm. Und vieles von dem, was hier aufgelistet worden ist, also in Berlin zum Beispiel ist kein Hells Angel erschossen worden, sondern jemand, der in weiter entfernten Gruppe war. Vieles von dem schafft natürlich den Eindruck, die ganze Szene besteht nur noch aus Gewalt und Profitdenken. Ja, dann müsste aber auch langsam mal der Punkt kommen, wo Verurteilungen von einer Strafjustiz erfolgen müssen. Ja. Die gibt es aber nicht. Es laufen ja zig Verfahren in ganz vielen Städten und vor Gerichten. In Nordrhein-Westfalen laufen Verfahren, in Bielefeld, in Dortmund, in Essen, in Duisburg, in Aachen, in Köln, in Düsseldorf. Alles Verfahren quasi gegen Supporter oder gegen Hells Angels. Das dauert natürlich. Das macht doch. Weil wir aber in der Polizei natürlich auch dementsprechend rechtsstaatlich ist, das, was Sie eben gesagt haben. Jetzt mit Vorratsdatenspeicherung und gläserne Menschen. Das ist ja völliger Humbug. Das heißt also, die Polizei kann ja nur auf solche Daten zurückgreifen, erst wenn es überhaupt gibt, die Vorratsdatenspeicherung. Dann auch nur bei gewissen Straftaten, bei Katalogstraftaten, sprich der organisierten Kriminalität. Und dann schauen wir auch nur dann bei den Leuten nach. Also wenn der Richter sagt dann hinterher, da dürft ihr diese Daten erheben. Und dann können wir hinterher aufgrund dieser Vorratsdaten erkennen, wo sind die Hintermänner. Wir können Strukturen erkennen und diese Strukturen zerschlagen. Mhm. Das Image, was wir jetzt hier wirklich die ganze Zeit verkauft kriegen, also ist Unsinn, ist absoluter Unsinn. Also es gibt nicht mehr dieses Easy Rider Feeling. Wir haben hier knallharte Organisationen. Das sind auch Menschen, die gehen ihren normalen Berufen nach. Das hindert die aber nicht daran, auch noch kriminell zu sein nebenbei natürlich und der organisierten Kriminalität zu frönen. Das sind ja auch nicht Sachen, die wir uns aus den Fingern saugen, sondern das sind belegte Zahlen, die wir auch erfassen, die wir sammeln, die wir als Länder, als Polizei, als Landeskriminalämter austauschen und zusammenführen in unseren Lagebildern. Das müssen wir auch machen. Das wurde ganze lange Zeit nicht gemacht und dann wurden einzelne Delikte nicht den Vereinen zugeordnet.
Noch ein ganz gutes Beispiel mit den Vereinen. Also wir haben 2012 zwei Clubs verboten nach dem Vereinsrecht in Nordrhein-Westfalen. Das war Köln und Düsseldorf. Und schwupps, das ging ganz schnell, haben sich drei Charter der Hells Angels direkt selbst aufgelöst, um dem Verbot vorzugreifen. Wenn da doch alles im grünen Bereich war und keine Taten begangen wurden, ja, warum löst man sich selbst auf? Und seitdem gibt es keine neuen Heime. Und noch mal zu den Waffen zu kommen, das ist mir auch noch mal sehr wichtig. Razzia 2012 in Duisburg bei verschiedenen... Der Raubtier ist ja so, als ob wir überhaupt gar keine Zivilisationsgeschichte dazwischen gehabt hätten. Also ist das so, dass das Gewalt bei Ihnen auch was Gutes ist? Kann man da stolz drauf sein, wenn man einem ordentlich gezeigt hat, wer der Stärkere ist? Ich weiß nicht, ich kann das so nicht definieren. Sie haben ja auf Ihrer Homepage auch diesen Satz, den ich mal irgendwie fahrlässigerweise in der Stuttgarter Zeitung gesagt habe, auch wieder netterweise da reingesetzt, der verfolgt mich jetzt. Ne? Aber ich meine, allein dieser Dreizeiler sagt ja schon aus, dass ich nicht auf Gewalt aus bin, sondern dass ich versuche, meine Probleme verbal zu regeln und verbal zu lösen. Und das ist mir auch in meinen 54 Jahren fast immer gelungen. Ne? Also ich kann Hauereien, die eigentlich jeder so in seinem Leben mal hat, mal mehr, mal weniger, ganz gut an einer Hand abzählen. Ja. Ne? Aber das ist mir ganz gut gelungen. Nur es ist bei uns natürlich naheliegender, dass es in eine Hauerei ausartet, als bei jetzt beim Herrn Gall zum Beispiel oder bei einem Kirchenhelfer. Warum sind Sie anders? Weil wir halt anders gestrickte Leute sind. Wir sind Leute, die das sind Rebellen oder die sind schon immer ein bisschen anders gewesen, schon im Kindergarten oder in der Schule. Und die entwickeln sich halt so und andere entwickeln sich so. Und mir geht's auch gar nicht darum. Wenn am Ende ein Toter auf der Straße liegt, dann kann man doch sagen, das ist... Eine Gewalt zwischen einer Hauerei und einem Toten ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Und genau diese Pauschalisierung und dieses alles in einen Topf werfen. Ich habe eine ganz konkrete Frage, was mich wirklich interessiert. Also es sind ja Hells Angels im Knast. Es gibt zum Beispiel in diesem Biker-Magazin hinten eine letzte Seite, die ist nur reserviert für die, die aus dem Knast auch schreiben. Sie unterstützen die Kollegen auch, die Brüder, wie Sie sagen, wenn die im Gefängnis sitzen, wegen eben eines Totschlags. Hört da nicht der Spaß auf? Also das muss jedes Charter und das muss jeder mit sich selber vereinbaren, wo der Spaß aufhört und wo er nicht aufhört und wen ich unterstütze und wen ich nicht unterstütze. Und für mich ist es eine ganz normale Geschichte, wenn ich Familienangehörige habe, die straffällig geworden sind, dann unterstütze ich die in erster Linie erstmal. Erstmal halte ich zu den Leuten. Aber Sie sind ja nicht in einer Familie, oder doch? Also ich betrachte den Club und mein Charter in Stuttgart schon als meine Familie. Und wie ich dann mit den Vorwürfen umgehe, die betreffen, das ist dann meine Sache. Ich werde bestimmt nicht alles hinnehmen, was jeder macht, garantiert nicht. Ne? Aber das ist meine Sache. Ne? Und wenn Sie sagen, jetzt finden Sie mal gerade einen schönen Stichpunkt sind mit Gefängnis. Wir haben in Deutschland seit zig Jahren, es gibt eine Liste, da kommt immer so eine schöne Zweckformdatei zum Ausdrucken mit immer zwischen 20 und 30 Adressen drauf. Das sind deutsche Hells Angels und Prospects, die im Gefängnis sitzen. In Untersuchungshaft, in Strafhaft oder im Freigang. Diese schöne Zweckformdatei geht rum, dass man denen mal eine Karte schreibt oder mal einen Brief schreibt. Daran kann ich immer ganz gut feststellen, wie viele Hells Angels im Gefängnis sitzen. Ich gehe gar nicht in die Stadt rein. Also da wird ganz konsequent mit umgegangen. Ich habe eine Situation, da waren die Hamburger Hells Angels in Flensburg zu Besuch. Das war dann immer sozusagen die Chefetage, reiste in der Provinz an. Und da ist ein Gast in meinem Laden einfach mal kurz verprügelt worden. Und als ich Veto eingelegt habe, hieß es nur von Seiten der Flensburger Hells Angels, die Hamburger wollen Spaß haben. Das ist aber kein Rocker. Das war ein ganz normaler? Das war ein ganz normaler Gast, den sie sich einfach aufs Korn genommen haben. Ich musste dann selber dazwischen, habe auch noch abbekommen. Also es war wirklich spektakulär. Ja. Und mit dem Argument, die Hamburger wollen Spaß haben. Herr Schellhorn, Sie sind ja auch Fotograf. Sie haben ein Bildband gemacht über die Hells Angels. Das ist alles immer sehr martialisch. Was ich nicht verstehe, wenn Herr Driller sagt, also die Gewalt gehört, also der Mensch ist das bösartigste Raubtier. Das ist ja so, als ob wir überhaupt gar keine Zivilisationsgeschichte dazwischen gehabt hätten. Also ist das so, dass das Gewalt bei Ihnen auch was Gutes ist? Kann man da stolz drauf sein, wenn man einem ordentlich gezeigt hat, wer der Stärkere ist? Ich weiß nicht, ich kann das so nicht definieren. Sie haben ja auf Ihrer Homepage auch diesen Satz, den ich mal irgendwie fahrlässigerweise in der Stuttgarter Zeitung gesagt habe, auch wieder netterweise da reingesetzt, der verfolgt mich jetzt. Ne? Aber ich meine, allein dieser Dreizeiler sagt ja schon aus, dass ich nicht auf Gewalt aus bin, sondern dass ich versuche, meine Probleme verbal zu regeln und verbal zu lösen. Und das ist mir auch in meinen 54 Jahren
fast immer gelungen. Ne? Also ich kann Hauereien, die eigentlich jeder so in seinem Leben mal hat, mal mehr, mal weniger, ganz gut an einer Hand abzählen. Ja. Ne? Aber das ist mir ganz gut gelungen. Nur es ist bei uns natürlich naheliegender, dass es in eine Hauerei ausartet als bei jetzt beim Herrn Gall zum Beispiel oder bei einem Kirchenhelfer. Warum sind Sie anders? Weil wir halt anders gestrickte Leute sind. Wir sind Leute, die das sind Rebellen oder die sind schon immer ein bisschen anders gewesen, schon im Kindergarten oder in der Schule. Und die entwickeln sich halt so und andere entwickeln sich so. Und, naja gut, aber wenn am Ende ein Toter auf der Straße liegt, dann kann man doch sagen, das ist... Eine Gewalt zwischen einer Hauerei und einem Toten ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Und genau diese Pauschalisierung und dieses alles in einen Topf werfen. Ich habe eine ganz konkrete Frage, was mich wirklich interessiert. Also es sind ja Hells Angels im Knast. Es gibt zum Beispiel in diesem Biker-Magazin hinten eine letzte Seite, die ist nur reserviert für die, die aus dem Knast auch schreiben. Sie unterstützen die Kollegen auch, die Brüder, wie Sie sagen, wenn die im Gefängnis sitzen, wegen eben eines Totschlags. Hört da nicht der Spaß auf? Also das muss jedes Charter und das muss jeder mit sich selber vereinbaren, wo der Spaß aufhört und wo er nicht aufhört und wen ich unterstütze und wen ich nicht unterstütze. Und für mich ist es eine ganz normale Geschichte, wenn ich Familienangehörige habe, die straffällig geworden sind, dann unterstütze ich die in erster Linie erstmal. Erstmal halte ich zu den Leuten. Aber Sie sind ja nicht in einer Familie, oder doch? Also ich betrachte den Club und mein Job. Quasi diesen Friedensschluss erklären, also das Schwenken weißer Faden hat uns darüber nicht hinweggetäuscht. Und nach knapp einem Dreivierteljahr waren auch schon die ersten Gewaltdelikte ja auch schon wieder feststellbar. Warum auch wenn es jetzt durch Supporter war. Warum haben die das gemacht? Das war einfach, um sich quasi den Kuchen, wie wir immer so schön sagen, neu aufzuteilen und zu sagen, und in Ruhe von der Polizei gelassen zu werden und dann die gestehenden Geschäften nachzugehen, sprich der organisierten Kriminalität. Das unter den Augen quasi der Öffentlichkeit und das sollte so medial begleitet auch dann verkauft werden. Warum sollte sich ein Anwalt, Herr Roth, wie Herr von Fromberg, dafür hergeben, wenn das eine Farce war? Naja, der Herr von Fromberg ist ja persönlich befreundet mit Herrn Hanebut, haben auch gemeinsam, wie man so hört, oder die Frau, wirtschaftliche Geschäfte im Steintorviertel. Das ist ja das Imperium von Hanebut gewesen. Da ist er jetzt, glaube ich, nicht mehr in Hannover. Der Fromberg ist extrem gut vernetzt. Der ist in Hannover extrem gut vernetzt, gesellschaftlich vernetzt. Und da nutzt es natürlich Herrn Hanebut für seine Einflussnahme einen solchen Freund und Berater zu haben. In Italien wird man den Fromberg Consigliere nennen. Vorsicht, dass Sie da nicht sich was einhandeln. Aber für Sie sind das ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eben die Chefs zweier mafiöser Vereinigungen, die geben eine Pressekonferenz und man versucht es zu befrieden. Ist das nicht ein Weg, den man gehen kann? Tatsächlich mit denen reden. Das hat man noch nie gekannt. Es gibt in der Geschichte, also in der Entwicklung der letzten 50 Jahren von organisierter Kriminalität oder von Mafia, hat es diese Verbrüderung noch nie gegeben. In Hannover hat man das ja wirklich versucht. Da gab es sozusagen die Albaner, die das Rotlichtviertel hatten. Dann kam Herr Hanebut mit seinen Freunden und hat aufgeräumt. Er hat dann aber das Monopol dort gehabt. Ja. Also, wie man so schön sagt, territoriale Herrschaft. Die Polizei hatte dort gar nichts mehr zu suchen. Und das wurde ja inzwischen auch aufgelöst, glücklicherweise, durch die Polizei. Und so ein Consigliere, also wie der Herr von Fromberg, ist schon wichtig, weil er ist einfach gut, das muss man ihm gestatten. Er sitzt jetzt hier, kann sich hier nicht wehren. Er würde sagen, es war sein Versuch, eine diplomatische Lösung für ein Problem zu finden. Herr Gall, wenn Sie das aus der Sicht von heute betrachten, ist dieser Weg für immer vorbei? Und geht es nur tatsächlich über Verbotsverfahren, Repressionen, Ermittlungen? Nein, das, was wir hier gesehen haben und was dort gemacht wurde, war eine Showveranstaltung. Das muss man ja ganz deutlich sagen. Da ging es im Kern natürlich schon auch darum, dass die sich nicht mehr gegenseitig bekriegen. Aber natürlich mit der Absicht, sich entsprechende territoriale Zugeständnisse zu machen oder sich da fernzuhalten von entsprechenden Umtrieben, von entsprechenden Aktivitäten, die wir heute ja diskutiert haben. Abstand zu nehmen wurde ja seinerzeit nicht beschlossen. Hätte mich auch gewundert, will ich mal eindeutig sagen. Ich bin grundsätzlich dafür, dass man immer versucht, Brücken zu bauen in unterschiedlichen Bereichen. Mhm. Wir machen das als Sicherheitsbehörde, das macht die Polizei, das machen andere auch mit präventiven Maßnahmen. Wir bieten Aussteigerprogramme im Bereich des Rechtsextremismus. Mit einer bitterbösen Rüge an die Staatsanwaltschaft. Mit der bitterbösen Rüge an die Staatsanwaltschaft. Das war vor 25 Jahren. Mhm. Ich habe auch schlechte Zeiten in diesem Club schon erlebt. Ich habe erlebt, dass Polizeibeamte in unserem Verfahren
Akten verfälscht haben. Das ist gerichtsfest. Da fragen Sie Herrn Häusler, Oberstaatsanwalt, der war damals dabei, das ist gerichtsfest. Ich habe alles erlebt. Warum soll ich denn mein Leben, das ich mir so ausgesucht habe, das ich auch in Stuttgart mit aufgebaut habe, wo ich lauter tolle Leute kennengelernt habe, auch Arschlöcher kennengelernt, gut, klar, aber auch hauptsächlich gute Leute kennengelernt habe, warum soll ich das aufgeben? Wenn Sie natürlich so wie hier in diesem Einspieler die ganze Geschichte wie eine Perlenkette hintereinander auflisten, dann suggerieren Sie natürlich dem Zuschauer hier, das ist doch ganz klar, alles Verbrecher. Wenn Sie mir jetzt aber 5 Minuten Zeit geben, dann nehme ich Ihnen diese Auflistung auseinander. Es ist eine publizistische Auflistung, die Sie da gemacht haben. Wir haben jetzt mal die Toten gezählt und da sind auch Hells Angels als Opfer dabei. Da können Sie gar nichts dagegen haben, das ist passiert. Also wir haben tatsächlich nur diese Dinge. Sie haben auch Tote mit reingemischt. Entschuldigung, wir haben fast nur Tote genommen. Wir haben auch den toten Beamten, SEK-Beamten genommen, der durch die Tür erschossen wurde. Da gab es keine Verurteilung, sondern einen Freispruch, weil man da tatsächlich das nicht gut nachweisen konnte. Aber der Mann ist tot. Das muss man doch mal feststellen. Es sind Hells Angels tot, es sind Bandidos tot. Das sind Fakten, an denen man nicht vorbeikommt. Und Sie sagen immer, das ist wie bei jedem anderen Verein. Ich kenne nicht beim Fußballverein so viele Tote wie in diesem Fall. Darin müsste man sich doch auseinandersetzen, Herr Triller, oder? Also, was die Fußballszene betrifft, da will ich mir jetzt nicht auslassen. Was da jedes Wochenende abgeht, es hat eine ganz andere Dimension. Ja. Aber keiner würde auf die Idee kommen, einen Fußballclub deswegen zu verbieten. Ja. Ja? Da Zusammenhänge mit der Medienschlacht, die gegen uns geführt wird. Wir haben hier ein klassisches Beispiel. Da ist etwas geweckt worden, was wir selber überhaupt nicht gut finden. Und zwar, es wurde jahrelang, seit Mai 2010 ganz explizit, der Bevölkerung in den Kopf gehämmert, da werden Geschäfte gemacht mit Millionen Gewinn. Ich kann keine Millionen Gewinne sehen. Erstens. Zweitens gibt es bedauerlicherweise Leute außerhalb dieser Szene, die das glauben. Und die das nicht nur glauben, sondern die sagen, da wollen wir auch was vom abhaben. Und da hat sich eine Entwicklung herausgestellt, die äußerst brisant ist. Und vieles von dem, was hier aufgelistet worden ist, also in Berlin zum Beispiel ist kein Hells Angel erschossen worden, sondern jemand, der in weiter entfernten Gruppe war. Vieles von dem schafft natürlich den Eindruck, die ganze Szene besteht nur noch aus Gewalt und Profitdenken. Ja, dann müsste aber auch langsam mal der Punkt kommen, wo Verurteilungen von einer Strafjustiz erfolgen müssen. Ja. Die gibt es aber nicht. So. Es laufen ja zig Verfahren in ganz vielen Städten und vor Gerichten. In Nordrhein-Westfalen laufen Verfahren in Bielefeld, in Dortmund, in Essen, in Duisburg, in Aachen, in Köln, in Düsseldorf. Der erdrückenden Beweislast, die Hells Angels als Gesamtheit zu verbieten, nämlich bundesweit. Ja, eben deshalb, weil es Rechte gibt, auch für Hells Angels und für andere Menschen. Beispielsweise das Vereinsrecht erfordert bestimmte Voraussetzungen, um einen Verein dann verbieten zu können. Das heißt, bestimmte Straftaten Einzelner aus einer solchen Gruppierung herausreichen nicht aus, um einen Verein zu verbieten. Genau. Ich nehme das Beispiel Pforzheim. Das Charter war, ich nehme jetzt mal alle Mitglieder, Halbmitglieder und Anwärter dazu, etwa 40 Mann stark. 10 von diesen sind jetzt verurteilt worden. Und von den übrigen 30 haben einige schon auch Dreck am Stecken, um es mal so deutlich zu sagen. Und gerade das war ja die Grundlage für dieses Vereinsverbot. Und wenn diese Grundlage nicht gegeben ist, dann kann ich Vereine auch nicht verbieten. So, also das heißt, Sie können einzelne Vereine verbieten, Sie können einzelne Hells Angels gegen einzelne ermitteln und dann auch ins Gefängnis bringen, aber Sie können nicht den ganzen Club verbieten. Würden Sie das gerne? Wir sind im Moment dabei, aus den einzelnen Bundesländern noch mal Fakten zusammenzutragen, wie sich die einzelnen Entwicklungen in den zurückliegenden Jahren darstellen. Ob dies dann im Prinzip die Basis dafür sein kann, beispielsweise die Hell Angels als Gesamtheit zu verbieten, das kann ich heute nicht sagen. Wir haben jedenfalls vereinbart unter den Landesinnenminister, dass jeder in seinem Land schaut, was zu tun ist, weil in der Tat die Situationen sind nicht überall vergleichbar. Es gibt, wie gesagt, das Stuttgarter Charter, wo ich nicht mal im Ansatz erkennen könnte, dass ein Vereinsverbot standhalten würde. Es gibt aber andere auch noch. Aber den würden Sie ja dann mitverbieten. Das ist ja das Problem, was Herr Schellhorn sagt. Wenn Sie die Hells Angels verbieten, verbieten Sie dann auch solche guten Hells Angels, wie er es ja dann sagt, wie Herr Schellhorn. Ja, deshalb können wir es ja nicht. Ja, deswegen, das hat ja auch keinen Sinn, das auf Bundesebene zu machen. Das muss europaweit geschehen. Es gibt ja momentan eine Gesetzesinitiative im Europäischen Parlament, einen bestimmten Paragraphen des italienischen Strafgesetzbuchs dafür einzusetzen, also Mitgliedschaften einer kriminellen Vereinigung mafiosen Charakters. Das wird versucht umzusetzen, das wird wahrscheinlich schwierig sein, aber das ist
Deutschland allein, das bringt überhaupt nichts. So, und für Sie gilt die Unschuldsvermutung nicht, dass es also Gute wie Böse gibt? Also jetzt der Vergleich von Herrn Schellhorn, das ist ein guter Hells Angels und dann gibt es andere, die sind böse? Ach, die Unschuldsvermutung gibt prinzipiell immer für mich, das sind alles Gute hier, das wissen wir ja. Und aber auch die Hells Angels sind alles Gute. Und von daher denke ich, wenn Sie einem Verein angehören, wo es genügend Indizien gibt, dass er für kriminelle Aktivitäten das Dach ist, also sozusagen das den Überbau, dann sollen die Leute entweder zur Polizei gehen, die können ja die Kronzeugenregelung in Anspruch nehmen und aussteigen, oder sie gehören dann dazu und dann sind sie halt verboten. Ist doch ganz einfach. So. Also bitte. Herr Schellhorn, Sie lachen nur noch. So, Herr Triller. Wenn es dann um solche Kronzeugen... Ich möchte mal auf dieses Strategiepapier da zurückkommen. Ja, warum? Dieses Strategiepapier, was auf, Titel, auf Titelblättern stand. Selbst wenn es um den Chef einer anderen Rocker geht. Mein Gott, das ist schon, weiß Gott, wie viele Leuten was anderes im Mund gelegt worden, als sie gesagt haben. Gut, dann nehmen Sie das ansonsten so kann ich der Sache nicht folgen. Ich tue mir auch schwer, über Duisburg zu sprechen. Ich komme aus Stuttgart. Ja. Und wir sind alles eigenständige Charter in Deutschland. Und ich lebe nicht in Duisburg. Und klar ist es vom Gebiet her schon ein Brennpunkt da oben. Also es gibt die Schere zwischen Arm und Reich, die klafft dort oben wesentlich weiter auseinander als bei uns in Baden-Württemberg. Wir haben, glaube ich, 10% Armut, die haben da oben 21% Armut in der Zwischenzeit. Und diese Streetgangs, um die es da zum großen Teil geht, die sind oft perspektivlos, deswegen schließen sich auch zusammen zu Streetgangs. Und die werden sich dann ihren vermeintlichen Teil, wo sie meinen, den sie haben müssen, auch holen, denke ich mal. Das ist auch ein Problem. Das wird ein Problem werden und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass die Politik im Augenblick so agiert mit Verboten und dass das schon Testläufe sind. Weil was in Amerika schon läuft, wird bei uns wahrscheinlich auch irgendwann mal ankommen. Nämlich? Straßengangs, Streetgangs, so. Ziemlich viel unkontrollierte Gewalt, die sich aus Armut raus entwickelt. Die Frage und ist natürlich, wo sind die Akteure? Also sind Sie sozusagen Randbeobachter oder sind Sie ein Akteur? Wenn das stimmt, was Sie sagen, Herr Gall, dann dürfte es ja in Ihrem Bundesland nicht so wahnsinnig viel Gewalt geben. In Pforzheim hat es aber auch einen Brennpunkt gegeben. Gerade jetzt im Februar war ein sehr großer Prozess mit vielen Verurteilungen. Ist das denn so, dass man eigentlich sagen kann als Bürgermensch, wenn die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, ist mir doch egal, sollen die sich doch auf der Straße kloppen? Nein, das kann der Staat nicht akzeptieren, denn das Gewaltmonopol im Staat hat der Staat und seine Sicherheitsorgane. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das gilt nicht in unserem Rechtssystem, sondern dafür haben wir Polizei, dafür haben wir die Justiz, entsprechend das dann zu ahnden. Und in der Tat, es ist so, wir haben eine Menge von Problemen, Sie haben ein Beispiel angesprochen, resultierend aus dem Verbot, das ich in Pforzheim für einen Charter der Hell Angels erlassen habe, alle 10 Angeklagten sind auch verurteilt worden, mit Freiheitsstrafen belegt. Das sind doch, finde ich, deutliche Beispiele dafür, dass es da nicht nur um harmlose Gruppierungen, um harmlose Vereine handelt, sondern dass wir auch diesen Entwicklungen mit großer Wachsamkeit begegnen müssen und natürlich auch entsprechend handeln, wenn wir Entwicklungen feststellen und Entwicklungen, die da sind. Und das war ja auch Ihre Eingangsfrage, warum bekriegen die sich dann auf der Straße? Natürlich geht es dort um Ansprüche, aber nicht nur um Gebietsansprüche, um territoriale Ansprüche, sondern da geht es um Geschäfte, die gemacht werden. Und deshalb handeln wir auch entsprechend. Und zwar nicht nur in Duisburg, sondern auch in Pforzheim? War das ein Hintergrund oder weshalb Sie das heißt? Die alte Behauptung, es würde da in der Hauptsache um illegale Geschäfte gehen, die weise ich zurück. Ich sage jetzt mal als Beispiel, es gibt mehrere Verbotsverfügungen und in keiner einzigen Verbotsverfügung ist von Waffenhandel die Rede. Verbotsverfügungen von wem gegen wen? Von Hells Angels Chartern, Ablegern. Ne? In keiner einzigen Verbotsverfügung ist von Waffenhandel die Rede, von illegaler Prostitution oder von Menschenhandel. Mhm. Also ich meine, wenn die Vereine verboten werden, hat man das nicht als Grund genannt. Steht da nicht so drin. Aber das erklärt ja nicht, was da jetzt gerade zwischen den Banden passiert. Das erklärt das sicher nicht. Ich bin selber mal in Duisburg gewesen, vor 2 Jahren. Ich habe mir das mal angeguckt und ich muss sagen, also das ist, wenn man aus einer anderen Gegend kommt, schon einigermaßen deprimierend. Sitzen viele junge Leute, arbeitslos in Cafés, Deutsche, Ausländer, haben eigentlich keine Zukunft. Mhm. Und inwieweit die jetzt in illegale Geschäfte verwickelt sind oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe natürlich gemerkt, wenn denen mal jemand gegenübertritt, der ihnen ein bisschen Respekt entgegenbringt, wenn man die Hand reicht,
und die mal anfangen zu erzählen, dann sieht man, dass es da eine große Enttäuschung von der Gesellschaft gibt. Aber die Frage ist, warum sich da Menschen gegenseitig umbringen auf der Straße. Das ist ja da noch nicht geklärt. Und dann in solchen Milieus entsteht dann eine Bandenbildung. Mhm. Und inzwischen ist, was ich sage, bedauerlicherweise gibt es viele Verflechtungen zwischen traditionellen Motorclubs. So wie Sie einer sind? Genau. Und also auch jungen Leuten aus diesen Szenen. Mhm. Und ich bin alles andere als begeistert davon, dass die dann anfangen, mit brutalsten Mitteln aufeinander loszugehen. Muss ich ganz klar sagen. Mhm. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Und, geht ja jetzt schon nicht gut, wenn man sich das anguckt. Ja, so. Ich teile auch die Meinung. Ich würde das schwer bedauerlich finden, wenn da auch mal Unbeteiligte zu Schaden kommen. Das ist in anderen Ländern passiert. Ja. Aber das jetzt auf das zu begründen, da würden es kriminelle Geschäfte in welchen Bereichen auch immer gehen, das also halte ich für zu weit hergeholt. Herr Rettinghaus, ist das weit hergeholt? Was steckt hinter diesen Kämpfen auf der Straße? Das ist nicht weit hergeholt. Wir beobachten in den letzten Jahren, beginnend seit 2009, in Duisburg einen sich verschärfenden und zuspitzenden Rockerkrieg. Das kann man auch so nennen. Es begann 2009 damit, dass ein Bandido von einem Hells Angels erschossen wurde. Und seitdem haben wir immer wieder weitere Provokationen, die sich zuspitzen auf die verschiedensten Art und Weisen und uns darstellen, dass die Rockerkriminalität insgesamt der organisierten Kriminalität zuzuordnen ist. Ja, die Frage ist, warum erschießen die sich gegenseitig? Das ist ja die Frage tatsächlich des Grundes. Geht es jetzt nur darum, dass da eben... In Strafhaft oder im Freigang? Diese schöne Zweckformdatei geht rum, dass man denen mal eine Karte schreibt oder mal einen Brief schreibt. Daran kann ich immer ganz gut feststellen, wie viele Hells Angels im Gefängnis sitzen. Das ist Ihre Statistik. Und bei einer, das ist meine schöne Statistik, ja, die aber viel aussagt, Bei 1000, 1200 ist Ihre Zahl, glaube ich, ne, 1250 Hells Angels in Deutschland sitzen seit zig Jahren nie mehr als 30, eher 20. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Also jedes Jahr sozusagen. Aber pass auf, die Zahl ist bestimmt höher als die des Bundesdurchschnitts. Das ist mir schon klar. Ich meine, ich bin ja nicht ganz von gestern. Aber bei diesen Vorwürfen, die jeden Tag in der Presse und in den Medien über uns und von Politikern und von Leuten wie Herrn Rettinghausen sagen, Sie müssten es mehr sein, der uns in der Zwischenzeit auch schon als terroristische Vereinigung hingestellt hat. Bei kann diesen, ich daran erinnern, terroristische Vereinigung? Ich kann Ihnen das raussuchen, ich habe es dabei. bei diesen Vorwürfen dürften keine 20 oder 25 im Knast sitzen, Frau Maischberger. So, da würden wir wesentlich mehr sitzen. Also das ist mal, da sollte man mal drüber nachdenken, über diese das Zahl. Das machen wir weil zeigen jede auch weitere andere Schlussfolgerung Zahlen. Würde heißen, dass die Justiz hier in Deutschland komplett versagt hätte. Und das wäre ein Armutszeugnis für unseren Rechtsstaat. Das ist ein gutes Argument, kommen wir darauf zurück. Ich würde gerne, weil Sie gerade von Familie gesprochen haben, ganz kurz für die, die sich noch nie mit Hells Angels beschäftigt haben, ein paar grundsätzliche Fakten Ihnen zur Hand geben. Sie sind der mächtigste Motorradclub der Welt, in 41 Ländern vertreten, 1948 von ehemaligen GIs in Kalifornien gegründet. Sie verstehen sich als verschwiegene Bruderschaft mit eigenem Ehrenkodex. Wenn ein Hells Angel sein Wort gibt, dann hält er sein Wort. Mit eigenen Regeln. Verhältst du dich wie ein Mann, behandle ich dich wie ein Mann. Verhältst du dich wie ein Arschloch, behandle ich dich wie ein Arschloch. Und auf manche Männer üben sie eine besondere Faszination aus, wie auf den Schauspieler Ben Becker. Es gibt Menschen, die leben angeblich hier und jetzt. Und es gibt Menschen, die sich entschieden haben, in einer anderen Welt zu leben. Mitglied im Hells Angels MC zu sein, ist eine Lebenseinstellung. Herr Triller, Django werden Sie genannt. Was ist die Lebenseinstellung? Was unterscheidet Sie jetzt von Herrn Gall? Herr Schellhorn hat es ja gerade versucht. Also so gut kenne ich Herrn Gall nicht, dass ich da jetzt eine präzise Unterscheidung machen kann. Auf jeden Fall, Herr Gall ist ein Vertreter der bürgerlichen Welt. Völlig akzeptabel. Ich habe mir angeguckt, wie er mit den Untersuchungen in Stuttgart 21 umgegangen ist. Finde ich gut. Ich habe auch Respekt davor, dass sich ein Politiker mal hersetzt und sich stellt. Genau wie wir. Aber ich bin in diesen Club mal eingetreten, weil ich von Jugend an fasziniert war. Von dem Leben, das im Hells Angels MC geführt worden ist. Ich habe hier viel Ehrlichkeit, viel Zuverlässigkeit erfahren. Ich habe gelernt, wie man Alter respektiert und so weiter. Das ist nach wie vor heute meine... Zugehört Frage, hörst du zur Mafia? Ich sagte, ich weiß gar nicht, was Mafia ist. Das ist so, wie Sie hier argumentieren.
Sie ist deswegen gefährlicher, weil sie gewaltbereiter ist, weil sie viel brutaler ist, als es die italienische Mafia inzwischen glücklicherweise ist. Die geht in ganz andere Geschäftsfelder hinein, in die die Hells Angels oder Bandidos nicht hineinkommen oder vielleicht versuchen hineinzukommen, wie in Hannover. Also der Versuch, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Und weil ihr enormes Gewaltpotenzial, das hat die italienische Mafia hier in Deutschland nicht. Deswegen sind sie auch für die Polizeibehörden schwieriger zu bekommen. Ist es denn gerechtfertigt, wenn es denn so ist, wie Herr Triller sagt, dass man da bestimmte Rechte zumindest in der Ermittlungsphase dann? Wie eben die Überwachung. Das ist ja ganz normal. Das Briefpapier, Grundrechte werden eingeschränkt durch weitere Gesetze. Es gibt Gesetzesschranken, und wo man quasi in diese Grundrechte eingreifen muss. So. Weil sie hätten ja auch ein Grundrecht darauf, sich dann im Straßenverkehr immer so zu bewegen, wie sie gerne möchten, um sich frei zu entfalten. Aber da regelt die Straßenverkehrsordnung auch, wie schnell man fahren darf, dass man sich anschnallen muss und so weiter. Das nur ein tief angesiedeltes Beispiel. Ansonsten andere Gesetze regeln genauso die Eingriffe in die Telekommunikation. Oder das Polizeigesetz regelt die Eingriffe. Aber Beschuldigte in einem Strafverfahren haben mehr Rechte unterm Strich als Opfer. Also von daher haben Sie doch wirklich hervorragende Verteidiger. Es ist doch nicht so, dass Sie im Rechtsstaat gehört auch sozusagen die Verteidiger. Wir müssen uns Rechte nehmen. Wir müssen gestaltet sein. Da geht es nicht um Rechte nehmen, da geht es auch nicht um Willkür. Das finde ich schon starker Tobak. Das will ich mal eindeutig sagen. Die Sicherheitsbehörden unseres Landes stellen dies im Prinzip auch täglich unter Beweis. Beispielsweise ist unsere Polizei auch verpflichtet, Demonstrationen von Rechtsradikalen und von Neonazis zu schützen, weil die eben auch Versammlungsfreiheit und Demonstrationsrecht haben. Und beispielsweise die Außerkraftsetzung von Grundrechten ist natürlich immer an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Beispielsweise Unverletzlichkeit der Wohnung, das Recht auf Eigentum und all diese Dinge kann man ja nicht willkürlich außer Kraft setzen, sondern es sind bestimmte Voraussetzungen hierfür erforderlich. Und ein Staatsanwalt wird natürlich solche Voraussetzungen nicht einfach akzeptieren auf Zuruf der Polizei, sondern da muss die Polizei schon sehr fundiert argumentieren. Ist ja eine schwierige Situation. Herr Gall, Sie haben ja einen Verein verboten, in Pforzheim zum Beispiel. Warum ist es denn nicht dann so, dass man es schaffen kann, aufgrund eben der erdrückenden Beweislast, die Hells Angels als Gesamtheit zu verbieten, nämlich bundesweit? Ja, eben deshalb, weil es Rechte gibt, auch für Hells Angels und für andere also Sie Menschen. Beispielsweise das Vereinsrecht erfordert bestimmte Voraussetzungen, um einen Verein dann verbieten zu können. Das heißt, bestimmte Straftaten Einzelner aus einer solchen Gruppierung herausreichen nicht aus, um einen Verein zu verbieten. Genau. Ich nehme das Beispiel Pforzheim. Das Charter war, ich nehme jetzt mal alle Mitglieder, Halbmitglieder und Anwärter dazu, etwa 40 Mann stark. 10 von diesen sind jetzt verurteilt worden. Und von den übrigen 30 haben einige schon auch Dreck am Stecken, um es mal so deutlich zu sagen. Und gerade das war ja die Grundlage für dieses Vereinsverbot. Da gehört auch sozusagen die Partei. Wir müssen Rechte nehmen. Ne? Wir müssen gestaltet sein. Da geht es nicht um Rechte nehmen, da geht es auch nicht um Willkür. Das finde ich schon starker Tobak. Das will ich mal eindeutig sagen. Die Sicherheitsbehörden unseres Landes stellen dies im Prinzip auch täglich unter Beweis. Beispielsweise ist unsere Polizei auch verpflichtet, Demonstrationen von Rechtsradikalen und von Neonazis zu schützen, weil die eben auch Versammlungsfreiheit und Demonstrationsrecht haben. Und beispielsweise die Außerkraftsetzung von Grundrechten ist natürlich immer an bestimmte Voraussetzungen gebunden. Beispielsweise Unverletzlichkeit der Wohnung, das Recht auf Eigentum und all diese Dinge kann man ja nicht willkürlich außer Kraft setzen, sondern es sind bestimmte Voraussetzungen hierfür erforderlich. Und ein Staatsanwalt wird natürlich solche Voraussetzungen nicht einfach akzeptieren auf Zuruf der Polizei, sondern da muss die Polizei schon sehr fundiert argumentieren. Ist ja eine schwierige Situation. Herr Gall, Sie haben ja einen Verein verboten, in Pforzheim zum Beispiel. Warum ist es denn nicht dann so, dass man es schaffen kann, aufgrund eben der erdrückenden Beweislast, die Hells Angels als Gesamtheit zu verbieten, nämlich bundesweit? Ja, eben deshalb, weil es Rechte gibt, auch für Hells Angels und für andere also Menschen. Müssen beispielsweise das Vereinsrecht erfordert bestimmte Voraussetzungen, um einen Verein dann verbieten zu können. Das heißt, bestimmte Straftaten Einzelner aus einer solchen Gruppierung herausreichen nicht aus, um einen Verein zu verbieten. Genau. Ich nehme das Beispiel Pforzheim. Das Charter war, ich nehme jetzt mal alle Mitglieder, Halbmitglieder und Anwärter dazu, etwa 40 Mann stark. 10 von diesen sind jetzt verurteilt worden. Und von den übrigen 30 haben einige schon auch Dreck am Stecken, um es mal so deutlich zu sagen. Und gerade das war ja die Grundlage für dieses Vereinsverbot. Und wenn diese Grundlage nicht gegeben ist, dann kann ich Vereine auch nicht verbieten. So, also das heißt, Sie können einzelne Vereine verbieten, Sie können einzelne Hells Angels gegen einzelne ermitteln und dann auch ins Gefängnis bringen, aber Sie können nicht den ganzen Club verbieten. Würden Sie das gerne?
Wir sind im Moment dabei, aus den einzelnen Bundesländern noch mal Fakten zusammenzutragen, wie sich die einzelnen Entwicklungen in den zurückliegenden Jahren darstellen. Ob dies dann im Prinzip die Basis dafür sein kann, beispielsweise die Hell Angels als Gesamtheit zu verbieten, das kann ich heute nicht sagen. Wir haben jedenfalls vereinbart unter den Landesinnenminister, dass jeder in seinem Land schaut, was zu tun ist, weil in der Tat die Situationen sind nicht überall vergleichbar. Es gibt, wie gesagt, das Stuttgarter Charter, wo ich nicht mal im Ansatz erkennen könnte, dass ein Vereinsverbot standhalten würde. Es gibt aber andere auch noch. Aber den würden Sie ja dann mit verbieten. Das ist ja das Problem, was Herr Schellhorn sagt. Wenn Sie die Hells Angels verbieten, verbieten Sie dann auch solche guten Hells Angels, wie er es ja dann sagt, wie Herr Schellhorn. Ja, deshalb können wir es ja nicht. So, und Sie, so. Ja, deswegen, es hat ja auch keinen Sinn, das auf Bundesebene zu machen. Das muss europaweit geschehen. Es gibt ja momentan eine Gesetzesinitiative im Europäischen Parlament, einen bestimmten Paragraphen des italienischen Strafgesetzbuchs dafür einzusetzen, also Mitgliedschaften. Verhältst du dich wie ein Mann, behandle ich dich wie ein Mann. Verhältst du dich wie ein Arschloch, behandle ich dich wie ein Arschloch. Und auf manche Männer üben sie eine besondere Faszination aus, wie auf den Schauspieler Ben Becker. Es gibt Menschen, die leben angeblich hier und jetzt. Und es gibt Menschen, die sich entschieden haben, in einer anderen Welt zu leben. Mitglied im Hells Angels MC zu sein, ist eine Lebenseinstellung. Herr Triller, Django werden Sie genannt. Was ist die Lebenseinstellung? Was unterscheidet Sie jetzt von Herrn Gall? Herr Schellhorn hat es ja gerade versucht. Also so gut kenne ich Herrn Gall nicht, dass ich da jetzt eine präzise Unterscheidung machen kann. Auf jeden Fall, Herr Gall ist ein Vertreter der bürgerlichen Welt. Völlig akzeptabel. Ich habe mir angeguckt, wie er mit den Untersuchungen in Stuttgart 21 umgegangen ist. Finde ich gut. Ich habe auch Respekt davor, dass sich ein Politiker mal hersetzt und sich stellt. Genau wie wir. Aber ich bin in diesen Club mal eingetreten, weil ich von Jugend an fasziniert war. Von dem Leben, das im Hells Angels MC geführt worden ist. Ich habe hier viel Ehrlichkeit, viel Zuverlässigkeit erfahren. Ich habe gelernt, wie man Alter respektiert und so weiter. Das ist nach wie vor heute mein Antrieb. Ich habe auch festgestellt, dass der Hells Angels MC aus sehr vielen Kindern von Arbeiterfamilien besteht, die ohne diesen Club womöglich nie die Chance gehabt hätten, mal international andere Städte und Länder zu besuchen. Ich sage ganz klar, es ist eine Subkultur. Ja, sonst hätte ich gesagt, die können natürlich auch in einen Fußballverein gehen. Nee, ja, Sie bilden sich doch nur eine Subkultur zu sein. Sie sind ein kleinbürgerliches, miefiges Milieu im Grunde genommen. Nicht langsam, mehr und nicht weniger. Langsam. Na ja, nicht langsam. Jemand der am Bildschirm sich Meinungen holt. Jetzt hören Sie doch auch mit diesem Unsinn. Ja, es ist doch so. Ich habe Ihre Bücher zwar noch nicht gelesen. Ich habe Ihre Bücher noch nicht gelesen. Aber Sie haben seine Bücher nicht gelesen. Er sagt, dass er geredet hat. Bleiben wir mal dabei. Ja, gut, mach ja sein. Aber lassen Sie mich jetzt erstmal den Satz weiter mit Ihrer kleinbürgerlichen Miefigkeit, die Sie haben. Sie wollen sich dem Materialismus widersetzen, schreiben Sie ja, sozusagen fern dieser normalen Bürgerlichkeit. Sie leben aber diese Bürgerlichkeit natürlich total aus. Ich gucke mir die Villa von dem Herrn Hanebut, also Ihrem sogenannten Chef, an. Besonders wenig materialistisch. Aus Hannover. Ich gucke mir Ihre Autos an, mit denen Ihresgleichen rumfährt. Besonders wenig materialistisch. Ich gucke mir an, wie Sie mit den Frauen umgehen, die Wirtschafter beispielsweise, die Sie haben, die Türsteher, wie die umgehen. Das ist alles mehr, das ist doch nichts Rebellisches. Das ist alles nur kleinbürgerlich, nicht mehr und nicht weniger. Mhm. So, jetzt. Ach so, also dieses Verhalten ist für Sie kleinbürgerlich? Kleinbürgerlich. Ich sage immer was ich von Ihnen höre, sind einfach nur Phrasen. Vorurteile, die Maßnahmen, wir bieten Aussteigerprogramme im Bereich des Rechtsextremismus an und. Also wenn es denn Möglichkeiten gäbe, solche Entwicklungen zu befrieden oder ihnen entgegenzuwirken, dann wäre ich natürlich dabei. Nur ich will ausdrücklich sagen, dass, weil es hierbei in vielen Bereichen von Mitgliedern dieser Rogger- und Rogger-ähnlichen Gruppierungen um Straftaten geht, sehe ich nicht, wie man da präventiv tätig werden könnte, sehe ich nicht, wo man da Brücken bauen kann. Deshalb wird es in der Tat darauf ankommen, dass wir sichtbar machen, was dort häufig passiert. Dieses Mäntelchen, mit dem man sich gelegentlich umgibt, durch Sponsorenveranstaltungen, durch Veranstaltungen von Kinderfesten und Ähnlichem, dass man diesbezüglich deutlich macht, dass ein anderer Kern hinter diesen Aktivitäten und Gruppierungen steckt. Macht Sie ein bisschen stutzig, schrieb heute eine Zeitung, noch nie war der Staat so hart gegen diese Gruppierungen und noch nie hatten Sie so einen großen Zulauf wie jetzt.
Es mag schon sein, dass der Staat, dass die Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren aktiver geworden sind. Das halte ich aber schlicht und ergreifend für erforderlich, weil der Staat macht ja nicht sowas aus Jux und Tollerei. Oder weil wir gegebenenfalls zu viel Personal hätten, unsere Polizei und die Staatsanwaltschaft nicht beschäftigt wäre, sondern weil wir die Entwicklungen so wahrnehmen, weil wir Straftaten wahrnehmen und deshalb sind wir gezwungen, das heißt, zu handeln. Ich würde mir wünschen, dass wir weniger Engagement in diesen Bereich stecken müssten. So, ich habe heute auch gelesen in der Zeitung, im Prinzip, Herr Rettinghaus, vielleicht können Sie uns helfen, was da gerade jetzt passiert. Also da steht, die Neuen, die dazukommen, das sind die Jüngeren, die halten sich nicht mehr möglicherweise an einen Ehrenkodex, den es mal gegeben hat, als 1948 was gegründet wurde. Denen geht's tatsächlich, die sind zum Teil schon kriminell, wenn sie in die Rockerbanden kommen, ob das Hells Angels sind oder andere. Und sie kommen schneller rein und es geht ihnen nur ums Geschäft. Was ist Ihre Prognose? Ja, dieser Zulauf, den wir auch gerade besprochen haben, der ist auch dem Umstand gezollt, dass es um Gebiete geht, die hinzugewonnen werden sollen. Und dadurch kommen jetzt diese Supporter. Ja. Clubs dazu werden aufgenommen und die bestehen zum Teil aus großem Migrantenanteil. Mhm. Das sind teilweise großkriminelle Familien, die quasi jetzt dieses Rockermilieu nutzen, um ihren kriminellen Geschäften nachzugehen. Mhm. Wenn es mal sowas wie ein Ethos gab oder ein Kodex gab, dann ist der nicht mehr so sehr. Ja. Wir beobachten in den letzten Jahren verstärkt einen Wechsel von Clubs. Das, was früher No-Go war, was heute auch noch so ist. Also, dass ein Bandido Hells Angels wird und umgekehrt. Dieses Überlaufen ist ganz brisant momentan, was wir beobachten in diesen Bereichen. Weil dieser Kodex, den man sich gegeben hatte früher mal, der wird da nicht so angenommen und auch nicht umgesetzt. Es geht nur noch darum, schnelles Geld zu verdienen. Auch die Maschinen an sich als Aushängeschild. Wir haben Razzien gemacht, da hatte keiner eine Maschine und keiner einen Führerschein mehr. Ein Motorrad, meinen Sie? Ja, ja. Also, genau, ein Motorrad, ein Grad, ja. Ist nicht mehr die Voraussetzung. Ja. Das heißt, Sie sind ein aussterbendes Modell, Sie, Herr Schellhorn, ganz besonders. Ein Auslaufmodell. Ja, es war schon amüsant, das letzte Woche zu lesen, als der Kollege von Ihnen, der Herr Ralf Jäger, hier gesagt hat, das wäre nicht mehr das Problem, der Verwaltungsgericht sich... erstmal anschauen wollte, war dieser Prozess in Traunstein, der immer ganz groß als Hells Angels Prozess deklariert worden ist, der in der ersten Instanz mit einem Freispruch geendet hat. Dann ging eine Revision durch, das in der Staatsanwaltschaft ist nochmal verhandelt worden. Also Sie gehen davon aus, am Ende bleibt das Verbot, kann nicht bestehen bleiben, weil sich die Vorwürfe nicht erhärten. Auch dort ist in der Zwischenzeit nur eine Verurteilung erfolgt wegen, ich sage jetzt mal nur, in Anführungsstrichen, Beihilfe zur Körperverletzung. Ganz anders, als es den Leuten vorgeworfen worden ist. Und ich bin nicht optimistisch, aber ich hoffe mal. Es sieht auf jeden Fall ganz anders aus, als es 2011 ausgesehen hat. Ja, ist das so? Ist das nicht durchgegangen? Egal. Nein, das sehe ich nicht so. Denn diesbezüglich, was jetzt die einzelnen Sachverhalte sind, auf Grundlage dessen das Gericht entschieden hat und unabhängig davon, ob eine Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird oder nicht, es ist eine Strafe aufgrund von Straftaten. Das sollten wir da nicht verharmlosen. Und der Staatsanwalt hat jedenfalls Revision angekündigt, weil beispielsweise Vorhaltungen wegen Landfriedensbruch, soweit wir das Urteil zwischenzeitlich kennen, wir haben es noch nicht in Schriftform, sondern auch nur entsprechend über die Presse wahrgenommen, diesbezüglich Revision eingelegt. Das heißt, wir werden abwarten, was am Ende herauskommt. Ich jedenfalls bin mir ziemlich sicher, dass unser Verbot Bestand haben wird. Denn fahrlässig, das will ich ausdrücklich sagen, oder nur um vielleicht Schlagzeilen zu erzielen, machen wir solche Verfahren nicht. Wir möchten am Schluss schon als Sieger vom Platz gehen. Und deshalb bin ich da zuversichtlich. Und das heutige Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Kassel in einem Fall, der in Hessen entschieden worden ist, zwei Verbote gegen zwei Charters in Frankfurt und in Westend, die haben Bestand. Das bestärkt mich in der Auffassung, dass unser Verbot auch Bestand hat. So, bevor wir über organisierte Kriminalität reden, müssen wir unbedingt über Ihr Verhältnis zur Gewalt sprechen. Denn das ist jetzt mal die leise Variante ist, Sie sind alle so ein bisschen harte Jungs und deswegen kommen sie schneller in Schlägereien und deswegen werden sie häufiger verknackt. Also wenn Sie schon sagen, Gewalt gehört zum Leben wie Sex oder gewaltfrei Leben ist nicht natürlich. Der normale Mensch geht Gewalt aus dem Weg. Tun Sie es nicht? Das ist richtig. Gewalt in der Form, wie ich das mal geäußert habe, wo ich auch immer noch zu stehe, ist vor dem Hintergrund, dass der Mensch mit Abstand das brutalste und gefährlichste Raubtier ist, das diesen Planeten je bevölkert hat. Und wer das abstreitet, das ist ein Ignorant. Ich sage so, wenn ich erstmal akzeptiere, dass diese menschliche Eigenschaft existiert, dann muss ich auch lernen, Wege zu finden, wie ich damit umgehe. Das war mein Konsens in der ganzen Geschichte. Ja. Ne? Und das heißt, dass Sie es einfach ausleben? Ich lebe Gewalt nicht aus. Da würde ich möglicherweise nicht mehr hier sitzen.
Sie waren ja drei Jahre im Gefängnis wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Ich war in Untersuchungshaft, ja. Sie sind verurteilt wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Da bin ich meine Sache verwickelt worden. Die war nicht schön. Das ist auch 30 Jahre her. Die klafft dort oben wesentlich weiter auseinander als bei uns in Baden-Württemberg. Wir haben, glaube ich, 10% Armut. Die haben da oben 21% Armut in der Zwischenzeit. Und diese Streetgangs, um die es da zum großen Teil geht, die sind oft perspektivlos, deswegen schließen sich auch zusammen zu Streetgangs. Und die werden sich dann ihren vermeintlichen Teil, wo sie meinen, den sie haben müssen, auch holen, denke ich mal. Das ist auch ein Problem. Das wird ein Problem werden. Und deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass die Politik im Augenblick so agiert mit Verboten und dass das schon Testläufe sind. Weil was in Amerika schon läuft, wird bei uns wahrscheinlich auch irgendwann mal ankommen. Nämlich? Straßengangs, Streetgangs, ziemlich viel unkontrollierte Gewalt, die sich aus Armut raus entwickelt. Die Frage ist natürlich, wo sind die Akteure? Also sind Sie sozusagen Randbeobachter oder sind Sie ein Akteur? Wenn das stimmt, was Sie sagen, Herr Gall, dann dürfte es ja in Ihrem Bundesland nicht so wahnsinnig viel Gewalt geben. In Pforzheim hat es aber auch einen Brennpunkt gegeben. Gerade jetzt im Februar war ein sehr großer Prozess mit vielen Verurteilungen. Ist das denn so, dass man eigentlich sagen kann als Bürgermensch, wenn die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, ist mir doch egal, sollen die sich doch auf der Straße kloppen? Nein, das kann der Staat nicht akzeptieren, denn das Gewaltmonopol im Staat hat der Staat und seine Sicherheitsorgane. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das gilt nicht in unserem Rechtssystem, sondern dafür haben wir Polizei, dafür haben wir die Justiz, entsprechendes dann zu ahnden. Und in der Tat, es ist so, wir haben eine Menge von Problemen, Sie haben ein Beispiel angesprochen, resultierend aus dem Verbot, das ich in Pforzheim für einen Charter der Hell Angels erlassen habe, alle 10 Angeklagten sind auch verurteilt worden, mit Freiheitsstrafen belegt. Das sind doch, finde ich, deutliche Beispiele dafür, dass es da nicht nur um harmlose Gruppierungen, um harmlose Vereine handelt, sondern dass wir auch diesen Entwicklungen mit großer Wachsamkeit begegnen müssen und natürlich auch entsprechend handeln, wenn wir Entwicklungen feststellen und Entwicklungen, die da sind. Und das war ja auch Ihre Eingangsfrage, warum bekriegen die sich dann auf der Straße? Natürlich geht es dort um Ansprüche, aber nicht nur um Gebietsansprüche, um territoriale Ansprüche. Sondern da geht es um Geschäfte, die gemacht werden. Und deshalb handeln wir auch entsprechend. Und zwar nicht nur in Duisburg, sondern auch in Pforzheim? War das ein Hintergrund oder weshalb sind die verknackt worden, diese 10? Auch in Pforzheim. Die Palette dessen, was zur Verurteilung geführt hat, ist relativ groß oder breit. Das sind Dinge wie, wir nennen die allgemein Rohheitsdelikte, das heißt Körperverletzung, schwere Körperverletzung. Das sind Dinge wie Verstöße gegen das Waffengesetz, in dem Fall nicht Waffenhandel, sondern Verstöße gegen das Waffengesetz. Da weiß man ja sehr genau auch zu unterscheiden. Das geht bis hin zu Erpressung und ganz konkret in Pforzheim ganz klar eine Absprache. Sie wissen, welche Frage jetzt kommt. Wie passt das zu Ehrlichkeit, Brüderlichkeit und so weiter zusammen, diese ganzen Werte der Hells Angels, wenn sie es nötig haben, so eine Frau unter Druck zu setzen und sie zu ruinieren? Ich habe mich natürlich erkundigt über die ganze Situation in Flensburg. Ich selber war Sie sind ja der Pressesprecher, ich glaube das, ja. Das, was ich erfahren habe, ist, bei Ihnen hat nicht nur einmal ein Haus gebrannt, sondern zweimal. Ich habe erfahren, also das Elternhaus und später ein gekauftes. Ich habe erfahren, dass Sie reihum schwerst verschuldet sind bei sämtlichen Getränkehändlern. Ich habe erfahren, dass Sie Ihren eigenen Mann ins Getränkelager eingesperrt haben. Was tut denn das zur Sache jetzt? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich sage, was ich da höre, ist schon einigermaßen fantastisch. Es ist nämlich so, sie hatte mit einem einzigen Hells Angel Kontakt, mit einem einzigen. Mhm. Und das ist genau der Mann, weswegen Flensburg verboten worden ist und den wir vorher schon aus dem Club entsorgt haben. Stefan Raaf. Den kennen Sie, ne? Diese Türgeschichte hatte mit dem privat zu tun, niemals mit dem Club. Das wussten wir gar nicht. Und als wir erfahren haben, was das für ein schräger Vogel ist und welche Hobbys er betreibt, also kostspielige Hobbys, ne, haben wir ihn aus dem Club rausgeworfen. So einfach ist das. Also das ist ehrlich gesagt schlicht und einfach unwahr, weil ja alleine, ich weiß jetzt nicht wie viele genau, aber ich sag mal mindestens 20 Hells Angels zum Flensburger Club gehört haben, die permanent im Tross hinter Herrn Raaf hergelaufen sind und ihm alle den Wassereimer geschleppt haben. Da wusste jeder Bescheid und es war ja immer ganz wichtig in Flensburg, wenn die Hamburger Hells Angels zu Besuch kamen. Das war sozusagen die übergeordnete Dienststelle. Damit wurde auch oft die Höhe der Sachen erklärt, weil Flensburg muss an Hamburg abgeben.
Also da scheint es auch so hierarchische Dinge zu geben. Kann ich absolut nicht unterschreiben, dass es keinen Hells Angels gab, der nicht wusste, was Stefan Raab getan hat. Ich hätte mal eine ganz kurze Frage. Ist Ihnen bekannt, dass diese Strafverfahren, die in diesem Hinsicht gelaufen sind, alle eingestellt worden sind? Sang- und klanglos? Strafverfahren in welcher Hinsicht jetzt? Alles, was diese Gaststätte betrifft. Das LKA in Schleswig-Holstein sagt, es läuft noch das Ermittlungsverfahren, und zwar wegen Erpressung zum Nachteil von Frau Johansen. Es ist nicht eingestellt worden. Nein, es tut mir leid, wir haben mit dem LKA telefoniert und das Ermittlungsverfahren läuft gegen eben die genannten Personen. Wegen Erpressung zum Nachteil von Frau Johansen. Dieses haben wir verifizieren können. Herr Rettinghaus, vielleicht können Sie uns helfen. Sie hören die beiden Seiten. Ist das unique? Also ist das so ein Einzelfall oder passiert das häufiger nach diesem Muster? Nein, also ich merke schon, es wird der völlig falsche Lifestyle verkauft hier von was Rocker sind. Das sind keine Henry Fondas oder Dennis Hopper und Easy Rider, sondern das sind knallharte Unternehmen quasi, die der organisierten Kriminalität alles abverlangen, die ganze Deliktspalette abdecken und die Gewalt, Hoheitsdelikte begehen, Rauschgiftdelikte begehen, Handel und Einfuhr. Hier geführt worden ist. Ich habe hier viel Ehrlichkeit, viel Zuverlässigkeit erfahren. Ich habe gelernt, wie man Alter respektiert und so weiter. Das ist nach wie vor heute mein Antrieb. Ich habe auch festgestellt, dass der Hells Angels MC aus sehr vielen Kindern von Arbeiterfamilien besteht, die ohne diesen Club womöglich nie die Chance gehabt hätten, mal international andere Städte und Länder zu besuchen. Ich sage ganz klar, es ist eine Subkultur. Sie können natürlich auch in einen Fußballverein gehen. Nee. Ja, Sie bilden sich doch nur eine Subkultur zu sein. Sie sind ein kleinbürgerliches, miefiges Milieu im Grunde genommen. Nicht langsam, mehr und nicht weniger. Langsam. Na ja, nicht langsam. Jemand der am Bildschirm sich Meinungen holt. Jetzt hören Sie doch auch in diesem Unsinn. Ja, es ist doch so. Ich habe Ihre Bücher zwar noch nicht gelesen. Ich habe Ihre Bücher noch nicht gelesen. Sie haben seine Bücher nicht gelesen. Er sagt, dass er geredet hat. Bleiben wir mal dabei. Ja gut, mach ja sein. Aber lassen Sie mich jetzt erstmal den Satz weiter mit Ihrer kleinbürgerlichen Miefigkeit, die Sie haben. Sie wollen sich dem Materialismus widersetzen, schreiben Sie ja, sozusagen fern dieser normalen Bürgerlichkeit. Sie leben aber diese Bürgerlichkeit natürlich total aus. Ich gucke mir die Villa von dem Herrn Hanebut, also Ihrem sogenannten Chef, an. Besonders wenig materialistisch. Aus Hannover. Ich gucke mir Ihre Autos an, mit denen Ihresgleichen rumfährt. Besonders wenig materialistisch. Ich gucke mir an, wie Sie mit den Frauen umgehen, die Wirtschafter beispielsweise, die Sie haben, die Türsteher, wie die umgehen. Das ist alles mehr, das ist doch nichts Rebellisches. Das ist alles nur kleinbürgerlich, nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Also dieses Verhalten ist für Sie kleinbürgerlich? Kleinbürgerlich. Ich sage immer was ich von Ihnen höre, sind einfach nur Phrasen. Vorurteile, die auf eine ganze Menge von Leuten ausgebreitet wird, die alle sehr unterschiedlich sind, als Sie vielleicht ahnen. So, ja, Frage der Mitgliedschaft Frauen, weil Herr Roth das gerade angesprochen hat. Also ich könnte kein Mitglied werden. Nein. Warum nicht? Das ist so. Das wurde 1948 gegründet. Ja, es gab nie Frauen. Lachen. Warum? Ja, weil diese Frage immer wieder kommt. Seit 30 Jahren kommt die immer wieder. Es gibt nur noch ganz wenig Clubs, wo die Frage immer kommt. Ein ganz einfacher Grund, und so plump, wie sich das jetzt hier anhört, aber wenn 26 Mann in Stuttgart in einem großen Saal sitzen und machen ihr Meeting und dann ist da plötzlich irgendwann eine Frau dabei und vielleicht auch noch eine hübsche und das Hirn rutscht bei 26 Mann in die Hoden, dann ist es rum in dem Club. Das ist ganz einfach so. Es funktioniert nicht. So. Es wird nicht funktionieren, und es gibt ganz einfach Männervereine, es gibt Frauenvereine, und es hat nichts mit Diskriminierung zu tun, oder weiß der Teufel was. Ja. Wir haben sehr gute Beziehungen bei uns in Stuttgart mit jeder mit seiner Frau. Mhm. Die sind teilweise schon silberne Hochzeiten, was soll viel lang zusammen. Die haben Enkel 7 und wir haben alles Mögliche bei uns im Club. Die Frauen sind ständig mit uns unterwegs, sie sind ständig bei